Situation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster. Und bevor ich unseren ganz besonderen Gast vorstelle, begrüße ich wie immer recht herzlich den verehrten Co-Host Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community, hallo Özden. Hi, moin. Hi Özden, genau. Das ist nämlich unser besonderer Gast. Schön, dass du da bist, Özden Terli, Meteorologe, Journalist, Wetterpresenter beim ZDF in diversen Sendungen, wahrscheinlich auch bekannt, sei es heute Mittagsmagazin, Morgenmagazin. Überall, wo Wetter stattfindet, ist auch Özden am Start. Und Özden ist, und das muss ich vielleicht noch erwähnen, auch als Einleitung zu diesem Thema, du hast 2021 tatsächlich auch den Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe erhalten in der Kategorie Fernsehen. Und warum das alles so ist und wie das alles so kam, das werden wir sicherlich im Laufe unseres Gespräches sicherlich noch drauf kommen. Aber lass mich doch mal eine Einstiegsfrage stellen und da nochmal der Hinweis an die Community, bevor ich das mache. Ihr könnt auch wie immer Fragen stellen und die Fragen werden wir dann gerne auch an Özden und so weiter weitergeben. Also meine Einstiegsfrage wäre, Özden, wann gibt es denn endlich wieder schönes Wetter? Schönes Wetter gibt es nicht. Das ist ja... wie mir ja vorgeworfen wurde, Volkserziehung, weil ich ja mal in einem Interview in der Süddeutschen gesagt habe, ich werde das nicht mehr verwenden, obwohl ich es ja sowieso fast nie verwendet habe. Aber dass das so knallen würde, ja, und plötzlich da verschiedenste Medien sich so richtig draufstürzen. Ja, eigentlich ist das ja so, dass Meteorologen den Begriff schönes Wetter ja nicht benutzen. Was ist denn schönes Wetter? Kann mir das jemand mal erklären? Also jemand anderes außer mir. Ist das jetzt blauer Himmel oder ist es Regen oder ist es Trockenheit? Man kann doch das eigentlich nicht bewerten. Also ich kann ja jetzt nicht mich da hinstellen und sagen, morgen gibt es schönes Wetter. Das ist doch für jeden etwas anderes. Das ist total subjektiv. Mhm. Und interessanterweise kommt das ja genau aus der Richtung, die ja auch etwas dagegen hat, dass man über Klimafakten redet. Ne? Und das war ja in Bezug darauf, dass es ja, wenn man im Sommer über längere Zeit 40 Grad hat und es ist zu heiß und dass immer noch im Radio zum Beispiel über schönes Wetter gesprochen wird und die 40 Grad gehypt werden. Ich meine, 40 Grad in unseren Breiten sind nicht normal und das ist tödlich, ja. Ich meine, diejenigen, diese schlauen Kolumnisten, die dann irgendwie diese Volkserziehung quasi ausgerufen haben, die ich angeblich machen würde, die können sich ja gerne mal so 3 Stunden 40 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, ist ja wahrscheinlich schönes Wetter, ne? Blauer Himmel, Sonnenschein ist dann schönes Wetter. 40 Grad, 3 Stunden mal hinsetzen und dann treffen wir uns 3 Stunden später und dann können wir uns ja mal unterhalten, was schönes Wetter ist. Ich glaube, dahinter steckt einfach viel Ablenkungsmanöver. Mhm. Bloß nicht mit der Klimakatastrophe beschäftigen und auch nicht mit Klimaschutz beschäftigen, quasi einfach den Status quo zu halten, so weiterzumachen, wie es ist. Wir ja alle wissen, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Aber man kann es ja probieren. Und dann quasi so einen Nebensatz dann so zu hypen, fand ich ja schon irgendwie, ja, es ist schon lustig. Also meine Meteorologen sagen es ja eigentlich nicht, ne? Also eigentlich ist das ja fast so eine Art Ente, würde ich sagen. Ich habe mir danach noch überlegt, vielleicht sollte man so mal ein bisschen kramen in der Meteorologiekiste, in Physik und solche Enten auspacken, wo sich dann dieses Klientel dann drüber aufregt und danach sagt man, hey, das ist ja sowieso nicht so, aber ihr habt euch wunderbar aufgeregt. Nein, würde ich natürlich nie machen, das ist ja Ehrensache, aber ganz ehrlich, bei so viel Bullshit, der manchmal dann produziert wird, kommt man schon auf solche Ideen. Und übrigens, Bullshit, das ist so ein Wort, was ich gerne benutze. Das ist kein Kraftausdruck, sondern ist von Harry Gordon Frankfurt, Philosophen,
on Bullshit, kann ich jedem empfehlen, das mal zu lesen. Vor allem die Bullshitter sollten das mal lesen. Das sind nämlich diejenigen, die den Bullshit betreiben und vertreiben. Und da gibt es eine ganze Menge leider in Medien und auch in Politik und so weiter. Eine gute Lektüre, die sich lohnen würde. So, und, Das ist ein gutes Stichwort Bullshit. Und die Frage an dich, da du ja das Buch von Harry Frankfurter offenbar gelesen hast und dich ein bisschen damit befasst hast, wo würdest du da nochmal die Abgrenzung zwischen Bullshit und Desinformation tatsächlich? Also gibt es da einen Unterschied und wie würdest du das sozusagen einordnen? Weil das sind ja nochmal auch zwei, ja, oder zumindest Desinformation nochmal wirklich eine gewichtige Kategorie. Gibt es da aus deiner Sicht? Ja, Bullshit ist ja quasi, das muss ja nicht mal eine Lüge sein. Ne? Die Lüge würde ja quasi die Wahrheit akzeptieren und das Gegenteil davon dann aufbringen. Bullshit ist einfach so einfach rausgeschossen, völlig unsinnig. Da gibt es ja etliche Sachen, zum Beispiel, was ich für Bullshit halte, ist das, der Begriff Technologieoffenheit. Ja? Niemand sagt, dass wir Technologie verbieten, in dem Sinne, dass, dass niemand mehr forschen kann und so weiter und auch keine Technologie benutzen können, sondern man muss halt irgendwie sich fokussieren auf eine bestimmte Sache, auf eine bestimmte Technologie, weil eben auch Konzerne und Firmen nicht unendlich viel Geld haben und unendlich viel Zeit in alle Bereiche zu investieren. Das ist total absurd, sowas zu verlangen. Und die Firmen und die Konzerne haben sich ja schon entschieden, zumindest was, was den Straßenverkehr angeht, was Autos angeht, da redet ja kein Mensch von Wasserstoff oder Verbrenner aus. Das ist ja jetzt auch so ein Ding, klar, wenn wir Pariser Abkommen einhalten wollen, müssen wir wohl irgendwie die Verbrenner runterfahren und dass E-Fuels mehr Energie verbrauchen als batterieelektrische Antriebe, also direkt, anstatt den Strom direkt in die Batterie zu packen, dann nochmal irgendwie über diverse Verfahren, also in der Masse nicht tauglich, ja. Und da ist eben, das ist dann halt irgendwie Bullshit. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt schon Desinformation? Desinformation ist es dann in dem Moment, wenn man sagt, das ist die Technologie, auf die man setzen muss, weil sie weil sie eigentlich klimaneutral ist. Ja, da wird's halt, dann wird es halt richtig falsch. Ne? Also. Ich glaube, das ist auch, also jetzt in Unkenntnis tatsächlich der Details dieses Buches, aber ich glaube, das eine ist halt irgendwie, dass man im Diskursraum halt irgendwie Quark verzapft und das andere ist mit Intent. So, Desinformation hat ja ein wirklich konkretes Ziel. So, und soll ja dann auch bestimmte Dinge im Diskurs und in der Gesellschaft bewegen. Und ich glaube, einer der Gründe, also ich glaube, gibt wahrscheinlich auch den Grund, jeder, der in der Öffentlichkeit ist und sich gegen Klimawandel stark macht, wird früher oder später Zielscheibe werden. So, das ist halt irgendwie, ist halt eben so. Und ich glaube, ein anderer Grund ist auch, die breite Öffentlichkeit merkt den Zusammenhang zwischen diese Klimasache, von der sie mal gelesen haben, und irgendwie Oma ist jetzt irgendwie ohnmächtig geworden und es ist auch so verdammt heiß, dass ich nachts nicht mehr pennen kann und mir ist schon wieder jetzt hier was geschmolzen und so. Also die merken ja gerade in diesen Extremwettersituationen, da ist was. Und wenn dann einer tatsächlich dann der ist, der die Wahrheit ausspricht, dann hast du direkt natürlich dieses Problem. Das heißt, denjenigen, den man von der Desinformationsseite jetzt betrachtet, bekämpfen muss, ist genau den, der in dem Moment sagt, übrigens jetzt ein Zusammenhang. Das hast du auch immer dann, wenn irgendeiner sagt, übrigens Ahrtal, uns ist hier irgendwie dieser halbe Berg nach 3 Tagen Dauerregen oder was das war, halt irgendwie nasser Marmorkuchen ins Tal gerutscht, so, dann muss derjenige, der sagt, übrigens, das ist Klimawandel, sofort abgewatscht werden, damit das wieder passt. Und deswegen macht das auch total Sinn, dass wenn jemand sagt, so, also eigentlich kann man nicht von gutem Wetter reden, weil das ist A, eine Anomalie und B, das ist jetzt vielleicht 10 Minuten schöner, ob da wird es anstrengend und irgendwann tödlich. Das ist die Wahrheit, die man nicht aussprechen darf. Weil wenn sich das verstetigt, dann kommen ja hier Sachen in Bewegung. Weil dann geht es ja um jemanden, so, nämlich um einen selbst dann. Das ist halt echt krass. In der Tat, es geht dann, es passiert dann tatsächlich was, das, was seit Jahrzehnten nicht gemacht wurde. Hätten wir den ganzen Klimaschutzkram, was auch immer wir hätten machen können, 20 Jahre vorher begonnen, so oder so auf jeden Fall das Reduzieren von Treibhausgasen, Kohlendioxid hauptsächlich, dann würde es jetzt anders aussehen. Und hätten wir die Energiewende entsprechend weiter fortgeführt, wie sie ja Anfang 2010er noch gut gelaufen ist und dann irgendwann von den vergangenen Regierungen abgesägt wurde, rigoros,
dann würden wir auch jetzt anders dastehen. Ja? Also müssten vielleicht nicht so viel für Gas bezahlen oder ja, wären nicht so abhängig von fossilem Gas von woanders. Das muss man schon so sagen. Also politische Fehlentscheidungen führen zu katastrophalen Auswirkungen der Zukunft. Ja? Und die Vergangenheit, wir leben ja jetzt in einer Gegenwart, die sich ja quasi so entwickelt aus den Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Hätte man den Klimaschutz vorangetrieben, wäre es wahrscheinlich nicht so warm geworden, weil so und so viel Kohlendioxid wäre nicht in die Atmosphäre gekommen. Ne? Was ja oft auch von Politikern nicht verstanden wird, ist ja, es kommt ja darauf an, wann wir diese Emissionen einsparen. Also es ist nicht sinnvoll, die Emissionen bis 2029 weiterzuführen und zu sagen, so 2030, boah, jetzt aber, jetzt geben wir richtig Gas. Das ist Bullshit. Das ist deswegen Bullshit, weil derjenige, der sowas annimmt, das nicht verstanden hat. Und jetzt, warum ist das so? Denn das, was wir jetzt emittieren, das hält sich ja nicht mal kurz in der Atmosphäre, sondern Tausende von Jahren bleibt das in der Atmosphäre. Das bedeutet, ein Teil dieses Kohlendioxid wirkt tatsächlich über Generationen hinweg, über viele, viele Generationen hinweg und hält den Planeten weiterhin warm. Selbst wenn wir dann irgendwann, keine Ahnung, auf 1,5 Grad dann tatsächlich das begrenzt haben könnten, würde diese Temperatur lange noch bleiben. Ne? Das ist das Problem und je eher wir aussteigen aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern, desto früher können wir quasi diesen Grenzwert einhalten, ne? Also dass man den nicht überschreitet. Das Problem ist, wir haben ja jetzt schon etwa 1,2 Grad und diese Zerstörung, die wir sehen, die sind bei 1,2 Grad. Was ist denn jetzt bei 1,5? Was ist bei 2 Grad? Und was ist bei 3 Grad, auf die wir zusteuern, weil wir das nicht auf die Reihe kriegen? Ja? Wenn man sich das alles so anschaut, dann sieht es ganz schön düster aus. Ja? Und das muss man halt auch mal sagen. Und wenn man das natürlich sagt, dann kriegt man natürlich durchaus Schläge. Aber letztendlich sind es die Fakten und die Fakten gehören auf den Tisch. Und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ja? Das ist nämlich die Realität da draußen. Das ist die Realität. Die Physik der Atmosphäre, das ist Meteorologie, die gibt uns vor, wie wir leben werden in der Zukunft und bereits jetzt leben, ne? Also Extremwetterereignisse. Sollte sich das weiter verschärfen, und das wird es tun, weil das ist nämlich auch Physik, werden wir darunter quasi leiden, beziehungsweise wir werden die Konsequenzen ertragen müssen aus den Versäumnissen der Vergangenheit. Agieren wir nicht jetzt, ja, dann werden wir später, also sicherlich wir auch, die jetzt leben, die letzte Generation, die tatsächlich noch etwas ändern kann. Die letzte Generation hat nämlich doch einen Sinn, das auch zu sagen, dieses Wort. Ja. Wir sind die Letzten, die bis 2030 tatsächlich auf die Hälfte reduzieren können, die Emissionen. Das sind jetzt die, die jetzt leben. Ne? Nicht die Kindergartenkinder, die quasi keine Ahnung davon haben, was sie erwartet, sondern jetzt wir Erwachsenen, die jetzt in charge sind. Deswegen sind wir die letzte Generation, denn das wird ja auch immer wieder in Abrede gestellt. So. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses, und da können wir nämlich gleich mal auch dieses, also bevor Patrick soll ja auch noch da sein Teil sagen, aber dieses, wir kommen ja bestimmt gleich noch auf diesen Punkt zu sprechen, warum wird das im Medienbetrieb oder medienökonomisch so schlecht verwendet? Das, was wir hier haben, ist, bei all diesen ganzen Geschichten, und wenn wir jetzt nur Klimawandel betrachten, merken wir müssen eine ganze Menge Sachen ändern. Wenn wir planetare Grenzen uns angucken, wissen wir müssen noch viel mehr ändern. Und dafür gibt es halt, für dieses große zivilisatorische Projekt, gibt es halt eben gegenwärtig wenig Mehrheiten. Und das, was eben spannend ist, ist erstmal, wie wenig Leute darüber wissen. Und selbst bei den Leuten, die in Charge sind, die zwar Kenntnis darüber haben, jawohl, Klimawandel ist da und ist irgendwie auch gefährlich und so weiter, aber die schauen sich dann beim IPCC-Report dann RCP 4.5 an oder so, also sprich dieses mittlere Szenario und nicht halt eben dieses Bombenszenario, wo wir schon drin sind, wo wir teilweise ja schon drüber hinweg sind. Es ist so spannend zu sehen, wenn du mit den Leuten
tiefer sprichst, dass sie dir meist zwei Sachen erzählen. Nämlich das eine ist halt, naja, mit grünem Wachstum werden wir das schon hinkriegen. Also nach dem Motto, es wird eine dekarbonisierte Welt geben, in der halt eben unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten möglich wird. Also das ist tatsächlich etwas, an das sie dann glauben, also mit dem Wort Glauben gemeint. Und das zweite, was sie dann erzählen, ist dieses, naja, so schlimm wird es schon nicht werden. Also erstmal, und selbst wenn es schlimm wird, dann ja nicht bei uns. So, das in der hervorgehaltenen Hand. Das heißt, dieses, wie groß und gravierend diese Auswirkungen schon in den nächsten 25, 30 Jahren sein werden, das ist teilweise bei den Leuten, die politisch in Verantwortung sind, nicht klar. Und das hat man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Jung und Naiv diese Interviews verfolgst, die da teilweise laufen, wenn dann eben politische Entscheider, die dann auch teilweise von grüner Seite kommen, die also mit diesem Ticket eingeritten sind, dann irgendwie sowas erzählen von so, ja, ich würde es ja auch gerne ändern, aber ging halt nicht, ich musste halt zustimmen und so weiter. So, ne? Also das, da passt das eine nicht zum anderen. Und ich glaube, dieser Punkt, da muss man mal drüber, dass wir nicht nur uns darauf alle geeinigt haben, jawohl, es gibt Klimawandel, sondern auch, wenn wir jetzt nicht bald was tun, also das, was du gesagt hast, dann oder sonst. Und dieses oder sonst, das malen sich halt eben viele Leute auf Basis ihrer Lebenslügen schön. Ich möchte auch nochmal unterstreichen, was Özcan gesagt hat, weil das wirklich extrem wichtig ist, dieser Punkt zu sagen, jeden Tag, den wir heute erleben, wird der letzte sein, der so kalt ist. Okay oder kalt oder wie auch immer ist. Alles wird so sein. Und es wird nicht mehr ein Cooldown geben so schnell. Also nicht, wie du sagst, in den nächsten 1000 Jahren. Das ist etwas, was Menschen, glaube ich, noch nicht begriffen haben. Dann, was sie auch noch nicht begriffen haben, ist, dass auch wir privilegierten Europäer im Grunde genommen schon mittendrin sind, von Todeszonen in Kenia etc. möchte ich jetzt noch gar nicht anfangen, wo es wirklich existenziell krass ist. Aber auch bei uns in Europa sterben hunderttausende Leute an Hitze etc. Und das heißt, alles, was ab heute ist, ist sozusagen der Stand, den wir haben könnten. Aber selbst das ist er ja nicht. Und da müsst du mir noch mal ein bisschen weiterhelfen. Weil selbst, also angenommen, wir würden jetzt heute den Schalter umlegen und sagen, Emission auf null. Wie lange würde, gibt es noch mal sowas wie eine Nachklingzeit, wenn man so will? Also das muss man ja auch noch mal mit einberechnen. Und wir sind ja noch lange nicht dabei, den Schalter umzulegen, sondern so mal ganz langsam und wir verschieben eher Ziele. Kannst du dazu vielleicht noch mal so ein bisschen was erzählen? Ja, erst einmal, was du gesagt hast, so kühl wird es nicht mehr sein. Also das habe ich schon mehrfach gehört, aber man muss ja eher die Tendenz sehen. Ne? Also es ist ja so, dass es ja trotzdem nochmal einen, was haben wir jetzt, 21. Februar geben kann, der deutlich kälter ist, obwohl es ja derzeit wirklich viel zu mild ist. Ne? Ja, jetzt ist es Wahnsinn. Heute waren es, glaube ich, 17 Grad. Ich müsste nochmal die letzten Daten checken. Aber es ist viel zu mild. Also Februar und Januar, das sind die kältesten Monate. Und wie kann es sein, dass es derart mild eigentlich abläuft? Und letztendlich ist es so, dass wenn wir jetzt auf Null runtergingen, dann wäre quasi die Temperatur eingeloggt, die wir jetzt haben. Ne? Und dann würde das Kohlendioxid nach und nach, es würde noch mal kurz wärmer werden, dann wird sich eine Nase bilden und dann wird sich das stabilisieren. Weil das Problem ist, ein Teil des Kohlendioxids wird tatsächlich abgebaut. Ne? Wir haben hier die Senken. Die Senken sind ja die Ozeane, die Wälder und so weiter. Ne? Da verschwindet ein Teil des Kohlendioxids. Es gibt ja einen natürlichen Kohlendioxidkreislauf. In diesem Kreislauf wird das wieder abgebaut. Und aber nicht alles. Ein Teil würde verbleiben. Und das ist eben genau der Teil, der eben die Erhitzung weiter aufrecht erhält. Das bleibt in der Atmosphäre, jetzt mal grob gesprochen, und würde quasi die Temperatur einstanzen ins System. Ja? Wenn wir bei 1,5 Grad auf 0 runtergehen, dann ist es die 1,5. Sind es die 2 Grad, sind es die 2 Grad. So, aber was ich gesagt habe, ist ganz wichtig, wenn wir die Senken noch weiter haben, wenn wir aber die Senken zerstören, dann bekommen wir ein Problem. Und was wir da auch noch nicht drin haben, ist, was passiert, wenn der Planet anfängt zu reagieren. Also zum Beispiel Permafrostböden, die dann wegschmelzen. Und wenn wir das relativ spät machen, dieses auf Null runterfahren, dann wird auch ein Teil des Eises verschwunden sein, zum Beispiel Grönland oder Westantarktis. Bei der Arktis ist es wahrscheinlich so, dass sich da schon durchaus das Meereis wieder zurückbilden würde, wenn es denn dort wieder kälter werden würde. Aber derzeit heizt sich die Arktis so stark auf wie nirgends auf dem Planeten. Ja? Mhm. So,
Also wenn man jetzt sich diese ganzen einzelnen Punkte anguckt, müsste man eigentlich rein von der Risikoabschätzung her, müsste man sagen, wir setzen jetzt sofort alles daran, ja, dass wir nicht mehr emittieren und dass wir es nicht zulassen, dass der Planet sich weiter aufheizt. Lassen wir das zu, gehen wir ein Risiko ein. Dieses Risiko ist teilweise abschätzbar, aber teilweise auch nicht. Da gibt es durchaus Unbekannte im System. Was wir wissen, es gibt verschiedene Kipppunkte, ne? Auch wenn es da Leute gibt, die das auch noch anzweifeln. Aber zum Beispiel Grönland ist ein gutes Beispiel. Wenn sich Grönland, wenn Grönland weiter abtaut, ja, das dauert natürlich sehr lange, hunderte von Jahren, aber wenn das quasi absinkt, das ist ja ein Eispanzer, der über 3 Kilometer hoch ist, wenn der abtaut in eine Region, in tiefere Schichten, ne, dann kommt er in wärmere Schichten und dann beschleunigt sich der Prozess. Das wäre ein Kipppunkt. Und dann wäre das ganze kalte Wasser, würde, kalte Süßwasser, würde eventuell dann den Nordatlantikstrom dann entsprechend quasi beeinflussen, weil der funktioniert eben dadurch, dass Salzwasser absinkt, schweres Salzwasser, schweres kaltes Salzwasser absinkt. Wenn dieses Wasser da nicht aufgeweicht, sondern süßer gemacht wird, Süßwasser wird, quasi weniger salzig, sagen wir so, dann ist eben die Gefahr, dass das gestört wird. Und das ist ja, was war das noch? Der ist so langsam wie seit vielen Hunderten oder seit 1000 Jahren nicht mehr irgendwie da. Ich habe das jetzt nicht parat, kann man bestimmt nachlesen. Auf jeden Fall ist der schon langsamer, als wie er schon mal war. Dann wird das Amok-Thema. Ja, insgesamt ist es eben eine Sache von einem Risikomanagement. Das Risikomanagement, was es nicht gibt auf unserem Planeten. Ja? Weil wir haben dieses Management nicht. Wir glauben einfach, irgendwie wird das schon laufen, aber so läuft der Hase eben nicht. Das wird nicht einfach so laufen. Wir müssen aktiv daran gestalten, genauso wie wir bisher aktiv die Atmosphäre verändert haben und den Planeten. So, das sind so grundlegende Sachen, die offenbar von besonders verantwortlichen Menschen, ja, also die Verantwortung tragen, nicht die verantwortlich sind, weil verantwortlich sind tatsächlich eher die Jüngeren, die das verstehen und auf die Straßen gehen, ja, und sich dafür einsetzen, dass die Verantwortlichen, ja, die Verantwortung tragen, dafür tatsächlich sich einsetzen. So, das Ganze ist also, wie gesagt, ein gewaltiges Ding einfach. Und es müsste eigentlich, jeder auf diesem Planeten müsste an diesem Strang ziehen und vor allem diejenigen, die Macht haben, müssten an einem Strang ziehen, um das zu verändern. Aber dann wirklich effizient und nicht irgendwie, indem man über Bullshit-E-Fuels diskutiert oder über Fusionsreaktoren, ja, die null dazu beitragen. Null dazu beitragen, um die Emissionen zu senken. Und jetzt höre ich auf, sonst ich kann noch eine Stunde weiter. Das können wir gerne trotzdem machen. Ich wette, da kommt gleich noch was. Wenn wir uns Grönland angucken, ne, dann muss man sich vor Augen halten, pro Tag werden dort über 700 Millionen Kubikmeter geschmolzen, jeden Tag. So, ne, also heute schon. Das ist halt, ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel das ist, aber es ist irgendwie krass viel. So, und das ist halt, es ist halt gruselig, was da alles schon so in Bewegung gekommen ist. Und wir sprechen ja hier gerade davon, unsere normale Emission ist schon krass. So, dann nehmen wir uns gerade dadurch, dass wir Boden versiegeln, Regenwald abholzen und so weiter, nehmen wir uns viele Chancen, diese Senken aufrechtzuerhalten. Mhm. Also damit verändern wir einen Systemzustand, der eigentlich uns da eher noch hilft. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir eventuell dann eben Kippelemente im Klimasystem auslösen, die dann diese ganze Situation noch beschleunigen. Das ist das, was ja auch bekannt ist. Und du hast gerade eben gesagt, wir müssen uns darüber im Klaren werden. Genau, und dann ist die Frage, wen adressiert dieses Wir? Na, richtigerweise, es gibt eine ganze Menge aus der jungen Generation, die sagen so irgendwie, wait a minute. Hier ist doch irgendwas stimmt doch hier nicht. So. Und dann haben wir eben die UN, die dann auf der obersten Ebene auch sagt, oh Gott, Wahnsinn, wisst ihr, was hier los ist? Wir müssen das jetzt echt mal so. Und dann gibt es da ja irgendwie so Strukturen dazwischen, also zwischen der UN und dem einfachen Bürger, der sich auf der Straße festklebt, die ja irgendwie sagen, ich weiß das zwar, aber ich ignoriere das mal. So. Und das ist halt spannend. Was ich tatsächlich daran auch wirklich faszinierend und spannend finde im negativen Sinne ist,
Wir hatten ja eine große Krise, die, da könnte man auch mal darüber streiten, ob es nicht sogar auch ein Resultat war der veränderten Bedingungen, Zoonose, Pandemie etc. Noch ist ja nicht wirklich geklärt, wie das Ganze zustande gekommen ist, aber wir wissen, dass die Klimakrise sozusagen auch diese Phänomene hervorbringen wird in Zukunft immer stärker. Aber was ich da faszinierend fand, dass sich da die Weltgemeinschaft dann doch sehr schnell in einen Krisenbewältigungsprozess Modus begeben hat. Also, und das, obwohl es tatsächlich massive Wohlstandsverluste in, zumindest in kurzfristiger Art und Weise bedeutet hat. Also auch da konnte man nicht das Argument und die Karte zücken, wir müssen jetzt eher auf unseren Reichtum und Wohlstand achten, was ja immer wieder bei der Bewältigung der Klimakatastrophe als Argument angeführt wird. Wie erklärst du dir das? Ist es, also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik schlecht beraten ist. Also die Wissenschaft kommuniziert permanent. Wir haben mittlerweile auch medial fast jeden Tag eine Meldung in diesem Bereich. Auch da hat sich viel getan. Da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen was sagen, wie du das so beobachtest, die Medienberichterstattung vielleicht in den letzten 5 Jahren oder so. Wie erklärst du dir das, dass dieses Nichthandeln wirklich rigoros handeln wollen? Also, ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort habe, weil das wundert mich ja auch. Also ich finde aber Vergleiche mit Corona schon ziemlich schwierig. Vielleicht das eine, also Corona war jetzt eher sehr akut, da musste man handeln. Ne? Ja, das ist in der Tat sehr schräg, wenn man sich anschaut, wie die Berichterstattung auch über die Klimakrise stattfindet. Das ist, letztendlich betrifft es ja auch alle, ne? Und auf lange Sicht. Und ich sehe auch immer wieder die Diskussion auch auf Social Media, ihr macht den Leuten Angst und hoffentlich. Ja, mittlerweile denke ich auch, wenn du Angst hast, dann musst du dich damit beschäftigen. Also natürlich, das muss man ja aufpassen, weil manche sind dann tatsächlich eingeschüchtert und aber trotzdem ist es so, dass wir ja tagtäglich überall in den Medien, im Netz, Social Media, haben wir überall die Horrormeldungen. Ne? Und das gucken wir uns sehr gerne an. Ne? Sage ich jetzt mal, wir lesen dazu, wir informieren uns. Aber bei der Klimakrise darf es nicht zu aufrüttelnd sein. Ja? Bloß nicht zu aufrüttelnd, dass der eine oder andere vielleicht sogar beunruhigt wird. Warum nicht? Ja? Ich habe das zuletzt getwittert, und habe gesagt, da versagt der Journalismus. Ne? Wenn es tatsächlich der Ansatz ist, dass man die Leute nicht beunruhigen möchte, was ist denn das bitte? Es geht wirklich um alles. Es geht nicht nur um einen Teil der Gesellschaft. Es geht nicht um einen Teil der Kultur oder Menschheit, sondern es geht einfach um alles. Ja? Komplett alles. Aber jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich, glaube ich, eine Erklärung, zumindest im Vergleich zu Corona. Ich glaube, bei Corona war das Ding, es war immer der Ausblick, wir kommen wieder zurück in ein Normal. In unseren alten konventionellen Zustand. Mhm. Bei der Klimakatastrophe ist jedem klar, die Art und Weise, so wie wir uns verhalten, also sowohl Konsum, aber vor allen Dingen Produktion und Produktionsweisen, das kann nicht mehr so gehen. Also es gibt sozusagen, das ist kein Normal mehr, sondern das muss verändert werden, radikal verändert werden. Und ich glaube, das macht den Menschen Angst, dass sie eben nicht wissen, A, was kommt danach und B, dass vor allen Dingen, sage ich mal, in nördlichen Regionen, in westlichen Regionen, der Wohlstand so hoch ist bei einigen Akteuren, dass sie das auch auf keinen Fall irgendwie aufgeben wollen. Was aber wiederum Irrsinn ist, weil wenn wir uns angucken, was die nächsten Szenarien sind, dann wird der Wohlstand so oder so verschwinden und zwar viel, viel krasser, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Ja, du sagtest ja normal, ne? Es gibt ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob er überhaupt so sonst in der normalen Bevölkerung floriert, Normalitätssimulation. Finde ich super, diesen Begriff, weil im Prinzip ist das ja eine Simulation einer Normalität, die es ja nicht mehr gibt. Ne? Ja. Wir können dieses Normal des fossilen Zeitalters uns nicht leisten und nicht so fortsetzen. Das wissen wir schon seit langer Zeit, ne? Seit Jahrzehnten wissen wir das und ignorieren es auch seit Jahrzehnten. Das sehr, sehr konsequent, muss man sagen. Du sagst es, also ich meine, der Wohlstand von allen ist gefährdet und diejenigen, die besonders reich sind, werden am meisten eigentlich verlieren, weil wenn Gesellschaften nicht mehr funktionieren, wenn Währungssysteme nicht mehr funktionieren etc. und
keine Ahnung. Also das ist, wenn wir die Kurve nicht bekommen, werden wir das wahrscheinlich schon erleben und dann werden wir sehen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Das ganze Problem ist aber, es ist nicht einfach so nicht umkehrbar. Ja? Haben wir einen bestimmten Grad an Erhitzung erreicht, ist das ja nicht so, beziehungsweise umgekehrt. Das, was wir jetzt haben an Erhitzung, das wird nie wieder in unserer Lebenszeit weggehen. Ne? Also wir werden es nicht dahin zurückdrehen, dass wir zur vorindustriellen Zeit auf dem Level sind. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt eigentlich nur eine Richtung und ein Abflachen dieser Erhitzung. Ne? Und das haben wir ja eben auch schon gesagt, wann flacht es sich ab? Wenn wir auf Null runtergehen. Nach einer absehbaren Zeit flacht es sich quasi ab und dann ist es eingeloggt, die Temperatur. Und der Punkt ist, wenn wir immer das so kommunizieren, es ist Wohlstandsverlust. Ne? Wessen Wohlstand ist das denn, der genau verloren geht? Ne? Der fossilen Industrie, der fossilen Gesellschaft, die von dieser fossilen Struktur massiv profitiert haben. Ja, die werden in der Tat einiges verlieren müssen. Ja? Es wird nicht anders gehen. Aber für viele Menschen in Großstädten, zum Beispiel, wenn es dort keine Verbrenner mehr gäbe, wie wäre das denn? Es wäre saubere Luft. Man braucht nur mal auf der Straße an einem Wintertag bei 2-3 Grad rumzulaufen, da fährt ein Dieselfahrzeug an einem vorbei, man kriegt kaum noch Luft. Und es ist ja nicht nur ein Fahrzeug, es sind viele Fahrzeuge, die vorbeifahren. Ja, also das ist, abgesehen davon, dass es stinkt, ist es gesundheitsschädlich. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber die Städte, wenn man sie begrünt, dann sind sie doch besser angepasst an die fortschreitende Erhitzung. Man könnte so vieles positiv kommunizieren, was wir durch diese Transformation erreichen. Aber was wir in der Politik sehen, ist oft eine negative Kommunikation. Dass man irgendwie sagt, man muss darauf verzichten. Ich will mir meine Freiheit nicht einschränken. Abgesehen davon, dass dieser Begriff Freiheit mittlerweile so überdehnt und überzogen ist, dass immer, wenn ich ihn höre, an Bullshit denken muss. Da kannst du echt Bullshit-Bingo mitspielen. Ne? Das kommt garantiert andauernd. Meine Freiheit wie deine Freiheit. Meinst du, die anderen haben keine Freiheit? Und so weiter. Ja, also es ist ein unfassbar egozentrisches, egoistisches Denken, was da floriert, unter bestimmten Politikern natürlich. Muss keine Namen nennen, ihr kennt sie alle. So, und man muss sich überlegen, warum wird es denn so negativ kommuniziert? Und da geht es einfach um den Status quo, damit sie ihren Status quo halten können. Und wir müssen alle etwas abgeben. Jeder von uns wird was abgeben müssen. Und das bedeutet nicht, dass wir schlechter leben. Ich weiß genau, vielleicht sind genau diese Äußerungen morgen oder übermorgen schon wieder in irgendeinem Pamphlet zu finden, wie ich es schon ein paar Mal erlebt habe. Jahrzehnte alte, klare Dinge, die uns eigentlich bewusst sein müssten, werden so dargestellt wie, Danny hat was gesagt, da müssen wir jetzt draufhacken und drauf rumhauen. Ach, viel Spaß dabei, es kommt ja nie was Neues bei rum, ne? Es ist immer das Gleiche. Da passt total dazu, dieses, was Patrick gerade eben gesagt hat, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, nämlich Covid zu bekämpfen, hat die Welt am Ende 10% des globalen Industrieoutputs gekostet. So, ne? Wenn wir jetzt versuchen, in die Energiewende einzusteigen, würde uns das über ein paar Jahre 2% kosten. Also das Geld ist da. So, ne? Also wir könnten das locker bezahlen, die Technologie ist auch da. Was wir erleben, dass Scheindebatten geführt werden, damit es eben nicht weitergeht. Und wir haben leider einen Journalismus, der das einfach nur abdruckt, ohne das einzuordnen, in Frage zu stellen und so weiter. Also was wir haben, sind teilweise halt eben nützliche Idioten, die Wahrheit verzerren und solche, die sehr bewusst tatsächlich auch diese Art von Kommunikation betreiben. Und da geht es eben darum, Verteidigung des Status quo mit aller Gewalt. Und ich habe das vor knapp 20 Jahren miterlebt, da fiel so irgendwie so im Mainstream des politischen Dings, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da fiel ja scheinbar so ein bisschen der Groschen. Und da kam zum ersten Mal dieser Begriff Ökosozialismus und Verlust des Wohlstandes durch Klimawandel auf, aber durch Maßnahmen gegen den Klimawandel. Deswegen Ökosozialismus, Ökodiktatur, da wurde der Begriff schon relativ früh dann eben eingebracht in den Diskurs. Und dass man eben versucht halt mit Angst zu arbeiten, ist ja nun das älteste politische Stilmittel, das wo gibt. So, ne? Weil wenn du den Leuten sagst, hör mal zu, wir können in einer klimagerechten Welt leben, die halt im Einklang mit unserer Umwelt und so weiter funktioniert,
Dann sagen die Leute, ja, das ist ja ein zustimmungspflichtiges Ding. Das Problem ist nur, das würde natürlich auch die Disparitäten, also die Vertikalität in ökonomischen Beziehungen halt irgendwie egalisieren. So. Also sprich dieses, dass einige superreich sind und ganz viele Leute haben nichts, würde ja mit der Zeit sich auch verändern und so. Und darauf hat man nicht so richtig Bock. Also dieses Amalgam aus Vermögenden und Macht ist hier, glaube ich, etwas, was einwirkt als etwas, was den Status quo erhält, auch aus Selbsterhaltungstrieb und was sich eben auch im Diskursraum fortpflanzt. Weil das Spannende ist doch, dieses letztes Jahr hat es eine Studie gegeben und dieses Jahr hat es eine Studie gegeben, die untersucht hat, wie häufig war denn im Jahr davor Klimagegenstand halt eben in Nachrichten, im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Und da ist es ja irgendwie so im einstelligen Prozentbereich. Und da muss man sich das mal einstellen. Dieses, ist es relevant? Ja, weil es die größte Gefahr ist, die die Menschheit jemals gehabt hat. Das ist die größte Gefahr, die in den nächsten 20 Jahren uns richtig, richtig Probleme machen wird. Und dann wird so wenig darüber berichtet. So. Also relevant ist es ja. Also welche Kriterien müssen denn noch anliegen, dass wir darüber halt eben mehr reden und dann es uns klarer wird und wir dann daraus eine politische Forderung ableiten können, die sich im politischen Handeln dann wieder niederschlägt. Weil das ist ja genau das, was gerade fehlt. Im Diskursraum findet es wenig statt. Und wenn es stattfindet, dann eben mit sehr viel Lebenslügen, mit sehr viel Überzeichnung und so weiter oder eben halt mit einem Zerrbild nach dem Motto, oh, wenn du aber Klimawandelmaßnahmen willst, dann geht es nicht mehr mit X oder Y und so weiter, dann wird dein Leben ganz, ganz schlimm, dann musst du wieder in Höhlen leben. So, ne? Das ist ja genau das Ding. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Da die Frage tatsächlich an Östen, wie war denn sozusagen deine eigene Historie mit der Thematik und du hast ja, und deswegen habe ich ja auch diesen Preis hast du ja nicht einfach so bekommen, sondern weil du ja tatsächlich Sendezeit von Wetterpräsentationen immer wieder nutzt und du machst ja nicht nur Wetterpräsentationen, du bist ja wirklich auch in der Redaktion tätig, du schreibst auch für die Website Artikel und so weiter, die Klimakrise und so weiter thematisieren. Wann hast du damit angefangen und wie waren so die Anfänge und wie schwer war es eigentlich sozusagen sich im Redaktionsbetrieb da auch ein Stück weit mit zu positionieren und zu platzieren? Also ich habe über Klimakarten habe ich schon relativ früh gezeigt. Das war aber auch hier gar nicht so unüblich. Also über den vergangenen Monat zu reden und zu sagen, der war zu warm und so weiter, das habe ich letztendlich ja auch ein bisschen übernommen. Also die Inge Niedek hat das ja auch häufig gemacht und auch die anderen, wie warm war denn der Januar? Ja, gucken wir doch mal. Das ist ja auch interessant. Also völlig legitim für einen Meteorologen mal zurückzublicken. Ja, ich habe den ganzen Monat habe ich Vorhersagen gemacht. Lass uns doch mal schauen, wie ist denn jetzt der Durchschnitt tatsächlich? Was ist denn jetzt eingetreten im Januar? Völlig legitim. Da gibt es eigentlich keine Diskussion drüber. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, Klimakarten zu zeigen, die tatsächlich eine Abweichung im globalen Maßstab gezeigt haben, das waren diese Copernicus-Karten, es war hauptsächlich eigentlich nach dem Pariser Abkommen, da habe ich deutlich mehr gemacht. Ich hatte vorher aber auch weniger Sendungen, also ich konnte halt auch nicht so sehr darauf eingehen, aber Pariser Abkommen danach, das war dann irgendwie, da war es ja eigentlich irgendwie legitim, ne? Also ich meine, alle Staaten waren sich ja einig, wir müssen reduzieren. Also zu sagen, Kohlendioxid ist die Ursache, also die Verbrennung von fossilen Energieträgern und das Kohlendioxid ist die Ursache für die Erhitzung auf unserem Planeten, das ist ja ein kausaler Zusammenhang. Ne? Also erst einmal nicht politisch. Aha, denkste. Ja, das wurde zumindest in dem Punkt nicht gesehen. Ich habe ziemlich viel Gegenwind von außen bekommen vor allem. Also das war schon sehr interessant, wie da die rechtskonservative Presse plötzlich da stand und hat versucht, da meine Arbeit zu diskreditieren. Das hat mich am Anfang tatsächlich beeindruckt, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil Wissenschaftler funktionieren so, ich habe meine Fakten, ich zeige euch die Fakten, ihr versteht die Fakten und verhaltet euch entsprechend und ihr seid ja mündige Bürger. Ne? Aber so funktioniert das leider nicht, weil es gibt eben Leute, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die etwas zu verlieren haben oder eine andere Einstellung dazu haben und meinen, dass Fakten eben nicht so wichtig sind, sondern fangen dann ihre Meinungen da einzubringen, auch mit ihrer eigenen Agenda. Ne? Also das gerade, wenn rechtskonservative Medien oder libertäre Medien in diese Richtung schießen, dann haben sie
eine Agenda, ja, und versuchen in dem Moment, wo sie die Klimakrise runterspielen, quasi ihre Leser für dumm zu verkaufen. Mhm. So genau muss man das sagen, ne? Weil die Realität da draußen ist etwas anderes. Und man kann einfach nicht den Leuten etwas Falsches erzählen und glauben, dass man recht hat. Sie haben natürlich nicht recht, ja. Und ich habe mich davon auch nicht beeinflussen lassen, weil ich bin Meteorologe, ich bin Diplom-Meteorologe, ich habe auch Klimatologie im Studium gehabt, Paläoklimatologie, mein Nebenfach war Astrophysik, ich weiß also auch sogar, dass es auf anderen Planeten einen Treibhauseffekt gibt und so weiter und so weiter und dass nicht die Sonne schuld daran ist, dass wir jetzt diese Erhitzung haben, sondern nur der Mensch alleine. Das kann ich mittlerweile im Schlaf runterbeten, wenn du mich nachts aufwächst. Und auch andere Zusammenhänge sofort kann ich hier rausschießen. Das war durchaus eine Lernkurve, auch zu erfahren, wie Medien funktionieren, wie Menschen funktionieren und dass es eben nicht darum geht, die besten Fakten zu haben und damit tatsächlich dann recht zu haben. Natürlich haben die besten Fakten haben, recht. Das ist überhaupt nicht anzuzweifeln, aber das ist nicht unbedingt die Realität. Hat mich nicht interessiert. Ich habe das weiter fortgesetzt. Im Gegenteil, ich habe das weiter ausgebaut und habe mir Rückendeckung aus der Wissenschaft geholt. Und ich denke, ich bin sehr gut vernetzt mit der Wissenschaft und bin da, ich denke, sie akzeptieren, was ich mache. Und auch im Haus war das eine gute Sache, das hier zu machen. Und Ich glaube, wir müssen da auch irgendwann die Dynamik einmal komplett umdrehen, ne? Weil die Leute, die halt versuchen, halt irgendwie das zu diskreditieren und Fakten anzugreifen und so weiter, die muss man halt eben umgekehrt fragen, für wen arbeitest du? Beziehungsweise warum sagst du, warum behauptest du das? Oder wo wenn du angeblich der Hüter der Fakten bist, wo sind denn deine? Ja. Genauso wie ich auch nirgendwo mehr jemanden akzeptieren würde, der jetzt halt irgendwie aus konservativer oder irgendwie liberaler, libertärer Ecke heraus halt irgendwie sagt, von wegen so, nein, was du vorschlägst, ist irgendwie schlecht und übrigens, das würde ja das und das bedeuten, dann sage ich, was ist denn dein Plan, um klimaneutral zu sein bei 2045? Dann mach dich doch mal ehrlich, dann sag jetzt mal bitte, was soll denn sein? Du sagst Atom, okay, wie viele Atomkraftwerke, wo bauen wir die, was ist mit der Endlage, wo ist denn das? Du willst sagen irgendwie, okay, wir machen das Ganze mit Wasserstoff, okay, dann zeig mir mal deine Rechnung, wie wir das schaffen. Du willst E-Fuels? Okay, dann überlegen wir jetzt mal, wie wir dann hier 40 Millionen Euro Autos mit E-Fuels betanken jeden Tag. Zeig mir das mal und wenn du mir das gezeigt hast, dann können wir darüber reden. Aber wir sind doch hier die ganze Zeit, die versuchen konstruktiv an der Lösung zu arbeiten und die versuchen, den Status quo zu erhalten und damit die Lösung zu verhindern. Und ich glaube, wir müssen diskursiv anfangen, das zu drehen und zu sagen, wenn du das nicht mitbringst in so eine Debatte, dann brauche ich mit dir gar nicht reden. Weil du kommst ja nur her, um zu derailen. So, genau. Und dann muss man nämlich auch in solchen Talkshows, die dann eben so einen Diskurs simulieren, dann auch mal irgendwie so klar sagen, von wegen so, sorry, also wenn du jetzt nichts beizubringen hast, dann weiß ich nicht, warum du hier sitzt. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn man in so einer Talkshow ist, dann muss man halt irgendwie auch reingrätschen und sagen, das ist jetzt Bullshit. Ja? Ja. Die Rechnung geht nicht auf und so weiter. Und letztendlich ist da eben ganz viel Bullshit. Ja, es geht ja auch nicht darum, tatsächlich beizutragen für die Transformation, die ja notwendig ist und die wir übrigens noch überhaupt gar nicht richtig angefangen haben. Ne? Es ist ja, im Prinzip ist ja noch nichts passiert auf diesem Planeten, was irgendwie den Anstieg der Kohlendioxidemissionen in irgendeiner Form bremst. Ja? Das ist auch so eine Sache, wenn ich das sage, dann kriegen vor allem, wenn man mit Politikern redet, bekommen die Schnappatmung. Ne? Wie? Es ist nichts passiert. Aber wir haben doch und wir haben dies und jenes. Da wird es fast schon hysterisch. Aber wir können ja mal ein paar Bullshit-Sachen durchgehen, weil an der Stelle. Ja, gerne. Ja, Dann arbeiten wir mal durch. Genau. Also dann lass uns doch genau an diesem Es passierte nichts einhaken. Da würde ich jetzt schon wahrscheinlich auf Twitter etliche Tweets, die sagen, ja, wir haben doch den CO2-Zertifikatehandel und der hat doch jetzt dazu geführt, dass Emissionen gesunken sind. Östen, was ist denn damit? Da tut sich doch ganz viel und das wird doch jetzt alle Probleme dann lösen, CO2-Zertifikate. Ja, egal wie viel gesunken ist, es reicht immer noch nicht. Wir müssen bis 2030 auf die Hälfte der Emissionen und ich habe ja auch vorher schon gesagt, eigentlich dürften wir überhaupt keine Erwärmung mehr haben. Ne? Also jetzt mal, Pariser Abkommen schön und gut, aber das ist ja ein Kompromiss. Ne? Das ist ein Kompromiss, damit wir aus dieser
aus dieser fossilen Verbrennung irgendwie rauskommen, ohne dass wir alles abwürgen müssen. Das sehe ich ja auch ein. Ne? Also wir können ja, ich kann jetzt nicht irgendwie den Stecker vom Computer ziehen und wir unterhalten uns nicht mehr. Ne? Das funktioniert ja nicht. Wir haben uns da reingeritten in eine Abhängigkeit. Dennoch müssten wir alles dran setzen, so schnell wie möglich rauszukommen und nicht irgendwie noch länger da rumzuwursteln. Reicht nicht, würde ich sagen. Okay. Nächstes Bullshit-Ding. Also diese Klimaänderungen, die sind doch natürlich. Also es gab doch auf der Erde im Eozän vor 54, wenn ich das lese, muss ich schon, sorry, 54 Millionen Jahren, hatten wir bis zu 14 Grad höhere Temperatur. Das ist doch easy. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ja, und wie viele Menschen haben damals gelebt, wäre die Gegenfrage. Ja. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die müssen versorgt werden. Auch wenn es nicht klappt, weil eben politische Systeme es verhindern, ja, weil viele Egoisten an der Macht sind und Menschen einfach sterben lassen und so weiter. Die Problematik kennen wir ja, ne? Aber der Planet wäre theoretisch in der Lage, diese ganzen 8 Milliarden zu versorgen. Geht aber nicht, weil zum Beispiel der globale Norden ja die meiste Energie verbraucht. Dazu gehören natürlich auch wir, ne? Also wir verbrauchen eigentlich fast alles und der globale Süden eigentlich extrem wenig. Auch wenn dort teilweise mehr Menschen sind, pro Kopf sind wir trotzdem die Verursacher. So, auf diesem Planeten, wo 8 Milliarden Menschen jetzt leben, die müssen wir irgendwie versorgen. Das war vor keine Ahnung wie vielen Millionen Jahren nicht der Fall, ne? Müsste man jetzt eigentlich nicht wirklich erklären, ne? Eigentlich ist das ja völlig normal. Und diejenigen, die das auch noch aufbringen, die haben das auch noch aus der Paläontologie oder Paläoklimatologie, ja? Die haben ja diese Informationen ja auch nicht irgendwo aus dem Loch ausgebuddelt. Also die Wissenschaft hat es ihnen beigebracht. Diese Wissenschaft, die sie natürlich auch bekämpfen, weil es nicht in ihren Kram passt, ne? So hängt das zusammen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die Risiken minimieren, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Nur deswegen, damit wir alle zusammen friedlich leben können. Und da spielt eben auch eins eine Rolle, und zwar die Klimagerechtigkeit. Wir können ja, während wir diese Transformation einleiten, die Welt ja auch ein bisschen gerechter machen. Wäre doch was. Also ich finde, das ist etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt und was durchaus ethisch korrekt ist, im Gegensatz zu denjenigen, die das bekämpfen, die sind eben ethisch nicht korrekt. Die stehen einfach auf der falschen Seite der Geschichte. Das muss man auch mal klar sagen. Und wenn die weiterhin da stehen, dann, naja, mal gucken, wo das hinführt. Habe ich auch schon mal gesagt. Also das Thema Gerechtigkeit ist ja mit einer der großen Forderungen des Club of Rome tatsächlich, eine große Kehrtwende, die ja Doppelsinn macht. Also so oder so sollten wir für mehr Gerechtigkeit aus meiner Sicht, wenn man sich als Demokrat sieht, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit etc., ist man sehr bei Gerechtigkeit und gleich und so weiter, zumindest gleicher Wert für alle. Nicht, dass jeder Mensch gleich ist, sondern dass wir sozusagen gleiche Chancen, gleiche Werte etc. haben. Aber natürlich nochmal maßgeblich auch hinsichtlich der Transformationsbereitschaft von Menschen spielt es, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Rolle, dieses Gerechtigkeitsprinzip, nämlich zu sagen, wenn jeder auch die gleichen Voraussetzungen hat in Bekämpfung der Klimakatastrophe, dass wir uns eben, dass die einen, die als allererstes darunter leiden, wenn es nichts zu essen gibt, wenn die Lebensmittelpreise explodieren, siehe ja jetzt aktuell die politische Diskussion, die von der FDP so ein bisschen insgeheim und dann ums Eck herum kommt, nämlich zu sagen, die Mehrwertsteuer soll mal so ein bisschen wieder erhöht werden und so weiter, Körperschaftssteuer am besten wieder runter für Unternehmen und so weiter. Das heißt, diese Schere führt ja letztlich auch dazu, dass eine große Masse von Menschen eben zu Recht sagen, wir können nicht noch mehr uns einschränken etc. pp. Und von den Ländern im globalen Süden will ich gar nicht anfangen, weil die wirklich massiv entweder, siehe Pakistan, obdachlos geworden sind, mittellos, Familienangehörige verloren haben und so weiter. Also das heißt, dieses Gerechtigkeitsthema ist ein ganz wichtiger Hebel, um überhaupt die kritische Masse mit dazu zu bewegen, diese Transformation einzugehen. Ich glaube, das ist ein ganz signifikanter Schlüssel an der Stelle. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum manche Interessen dagegen etwas haben,
weil man möchte ja nicht nur den Reichtum bewahren, sondern vielleicht auch tatsächlich die Schere, weil das letztendlich gibt einem ja Macht und Privilegien. Und das möchte man vielleicht eher bewahren. Weil ansonsten könnte man ja auch sagen, es ist eigentlich genug für alle da. Müssten es halt nur anders verteilen. Aber das ist ja scheinbar nicht gewollt. Jens meldet sich. Genau, ich hab nämlich eine Frage, die glaube ich, anknüpft und auch vor allen Dingen Östens Erfahrung da vielleicht so ein bisschen anzapfen kann. Und zwar, wir haben jetzt ja schon an vielen Stellen gesehen, dass wir halt irgendwie, und mit wir meine ich halt wir als Gesellschaft, wenig darüber reden. Also, dass es medial nicht so repräsentiert wird. Hast du eine Theorie, was das denn sein könnte, zum Beispiel jetzt für den öffentlich-rechtlichen Sektor, warum das jetzt weniger stark auf dem Sender ist? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich denke, insgesamt im Journalismus ist etwas passiert, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten hauptsächlich, das liegt daran, dass sehr viele Desinformationen über die Klimakrise verbreitet wurden. Also besonders den Fall Exxon kennt ihr ja, ne? Exxon New, unter dem Hashtag findet ihr ja einiges, wo einfach Medien und Gesellschaft infiltriert wurden mit Desinformation. Ja? Und diese Art von Desinformation haben sich so eingeschlichen in die Gesellschaft, ja, dass während quasi sich die Klimawissenschaft entwickelt hat, ja, immer neue Erkenntnisse bekommen hat, haben die da ja dagegen gefeuert. Ja? Das ging ja über Jahrzehnte. Und ich glaube, dass einfach die Gesellschaft infiltriert ist mit Desinformation, was das Klima angeht. Es ist ja nicht umsonst so, dass immer noch irgendwie Leute behaupten, es ist die Sonne oder so ein lockerer Spruch wie, ach, ist doch schön, wenn es so schön sonnig und warm ist, dann ist doch die Klimakrise wunderbar. Dann kann das von mir auch so bleiben. Das ist halt so, das sind halt quasi alles so, wie soll ich sagen, dass man das nicht ernst nimmt und dass es halt auch genau in diese Richtung quasi auch gepusht wurde. Ja, also ich denke, das ist ein Teil, wo der Journalismus eine Menge noch nachzuholen hat, wo ich aber auch viele Erfolge schon sehe. Also ich war auf einem Treffen des Deutschen Journalistenverbandes in Nordrhein-Westfalen. Das war wirklich total spannend. Da war ich auf dem Podium, da haben wir diskutiert und irgendwann war quasi das, was wir gesagt haben und das, was die Journalisten, der Saal war voll mit Journalisten, die sich darüber Gedanken machen. Und das ist ja super, dass die auch Interesse hatten. Ne? Und das war wirklich, das war gut. Und das war irgendwann so hin und her. Ja, unsere Erfahrungen sind diese. Wie seht ihr das? Wir sehen das so und wir können euch das sagen. Und wie habt ihr das erlebt? Und so weiter. Hin und her ging das. Und das hätte noch, ich weiß es nicht, noch 2 Stunden länger gehen können, aber locker. Und da ist tatsächlich ein Aufbruch. Und ich glaube auch, dass wir allmählich davon wegkommen, dass Journalisten, die über die Klimakrise berichten, über die Klimakatastrophe in den Mittelpunkt rücken, dass die als Aktivisten bezeichnet werden. Das war ja vor ein paar Jahren eigentlich, gerade mal vielleicht vor 2 Jahren war das ja gang und gäbe, dass wenn man sich da geäußert hat, das wurde mir auch angedichtet, als ich wäre ein Aktivist. Das ist eben der Versuch, diejenigen mundtot zu machen, die darüber berichten. Das hattest du auch eingangs erwähnt, glaube ich. Ne? Ja. Und das ist eben diese, dass das nicht mehr wirklich funktioniert, weil die ganzen Redaktionen in den ganzen, in den größeren Zeitungen und so weiter, die stocken auf und da kommen immer mehr Leute dazu und das Thema kommt immer mehr in den Mittelpunkt und schaut euch mal die Investitionen in den USA an, die nicht mal gebunden sind an irgendwelche Regierungen, das wird einfach gemacht, ja, und das macht natürlich einen massiven Druck Richtung Europa. Europa muss nachziehen und so weiter. Das ist super, wenn es diesen Wettbewerb gibt, wer das Beste, die besten Klimamaßnahmen einleitet und damit quasi auch die eigene Gesellschaft im Prinzip zu einem Wohlstand verhilft, die auch gesünder ist und schöner und besser. Und das ist ja das, was am Ende eigentlich quasi da wartet. Ne? Es ist nicht der Verzicht, ja. Vor allem, wenn wir auf ganz viele Bullshit-Dinge verzichten, Konsum ohne Ende, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, aber das würde vielleicht unseren Planeten einfach mal retten und das wäre der Klimaschutz. Das wäre schon schön. Und Klimaschutz ist nicht ein Selbstding. Klimaschutz ist Menschenschutz. Ja? Ja. Wir wollen uns selber schützen. Es geht nicht darum, die Temperatur irgendwo zu stabilisieren, weil es lustig ist, sondern
es wäre schön, wenn wir das tatsächlich überleben können. Zu dem Medienthema, weil ich war ja zufällig auf der gleichen Veranstaltung und habe dich auf dem Podium unter Stimmt, anderem das ist mir gesehen. Geschrieben, dass du auch da warst. Genau. Und da war tatsächlich auch meine Beobachtung folgende, und die hat ja auch sowas so ein bisschen mit der Ökonomie hinter Journalismus zu tun. Und ich finde, da hat dann gerade auch nochmal das Öffentlich-Rechtliche auch eine wichtige, verantwortungsvolle Sonderrolle, weil es im Grunde genommen eigentlich entkoppelt ist von den ökonomischen Mechanismen, die beispielsweise ein Spiegel, eine FAZ etc., die ja sozusagen über Werbeeinnahmen nochmal Gelder generieren müssen etc. Weil eine Stimme, kann ich mich erinnern, die gesagt hat, ja, wenn ich das als Journalistin vorschlage, spätestens dann, wenn es sozusagen in Richtung Chefredaktion geht, dann kommen so die Widerstände. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch rein ökonomische Gründe hat, nämlich dass man sagt, ja, also ich würde mal sagen, diese ganze Klimaberichterstattung, die klickt nicht so gut. Ja? Und das sehen wir jetzt vielleicht auch, Fragezeichen. Warum der Protest der letzten Generation so gut funktioniert, medial gesehen, weil es so aufregermäßig ist, dass es gut klickt. Aber ich sag mal, diese nüchterne wissenschaftliche Betrachtung, die wir aber jetzt bräuchten, damit wir uns als mündige Bürger dazu entsprechend vernünftig verhalten können, die ist ökonomisch vielleicht gar nicht so relevant. Und deswegen sagen dann letztendlich Medienmanager vielmehr, weniger die Journalisten, die sagen, oh, hier müssen wir eigentlich was tun, dass die das so ein bisschen ablocken und sagen, naja, komm, das Ding hat es noch nicht mal in die Top 100 geschafft. Was denkst du? Ich glaube, dass das nicht mehr so ist. Also ich glaube, dass sich da einiges tut und in eine Richtung, wo tatsächlich mehr berichtet wird, und auch, dass quasi in die Richtung geht, dass es auch andere Bereiche betrifft. Es ist ja, ich habe das auch schon mal gesagt in einem anderen Zusammenhang, ich glaube, wir brauchen alles. Also nicht nur die Experten, die die Fakten zeigen, sondern wir brauchen es im Bereich der Fiktion, wir brauchen es im Bereich Theater, Kino, was weiß ich, also die gesamte Gesellschaft, ja, die gesamte kulturelle Bereich, Kunst zum Beispiel, Kunst mega wichtig, wenn da in dem Bereich auch mehr gemacht werden würde, dass quasi die Dramatik transportiert wird. Und ich habe ja schon mal, vorgeschlagen, man könnte ja einen Tatort irgendwie mit irgendwie einem Klimathema machen da. Ich glaube, das war aus der Richtung der AfD, da sind die ein bisschen ausgetickt. Jetzt will er sogar unseren Tatort verbauen, keine Ahnung was. Also, das ist schon, also dieses Ausrasten und Aufregen, das ist schon sehr lustig eigentlich, ne? Eigentlich total infantil. Und das zeigt irgendwie, wie wenig die eigentlich tatsächlich was damit zu tun haben. Es ist einfach nur Stimmungsmache. Aber das wäre genau der Punkt. Also in einem Tatort zum Beispiel das zu thematisieren oder in einem James Bond. Michael Mann, der US-Klimawissenschaftler, der hat ja mal gesagt, vielleicht ist der nächste Bösewicht im James Bond einer aus der Fossil-Lobby. Ja, wieso nicht? Ja, und da gibt es ja genug Beispiele, die verschiedenen Konzerne, reite immer auf Exxon rum, aber es ist halt nun mal der bekannteste Konzern, der ja selbstständig Wissenschaftler angestellt hat, ja, die dann geforscht haben und rausgekriegt haben, was andere Wissenschaftler auch später rausgekriegt haben. Die waren ganz weit vorne und dann haben sie das alles quasi geleugnet und die Wissenschaft torpediert, die Wissenschaftler torpediert und Menschen in die Medien gepflanzt, die das Gegenteil davon erzählt haben, was Klimawissenschaft tatsächlich hervorgebracht hat. So, kurzer Abriss über Exxon New und deswegen stehen sie ja auch vor diversen Gerichten in den USA mindestens, wo sie sich verteidigen müssen. Da bin ich auch gespannt, wo das noch hinführt, weil so nebenbei mal gesagt, wer wird eigentlich die ganzen Kosten in der Zukunft tragen? Ne? Also das wird noch diverse Gerichte damit beschäftigen, die quasi irgendwo das Geld auftreiben müssen, um die Zerstörung auszugleichen. Das wird noch ein spannendes Thema. Und ich habe sogar mal jemanden getroffen, die gesagt hat, ich studiere Jura
um später die Konzerne zu verklagen. Also, wenn ihr, der Punkt ist, wenn ihr nicht quasi Klimaschutz betreibt für die jungen Leute, dann werdet ihr das so oder so machen, weil die euch dann dazu zwingen werden. Ja, das ist halt auch so der Erzählsatz, der irgendwann in der Zukunft steht. Und ich lache jetzt darüber, aber ich glaube, das wird irgendwann richtig ätzend werden für diejenigen, die den Klimaschutz blockiert haben. Absolut. Zu Recht. Ja. Genau, also zu dieser Zukunftsvision gehört natürlich dann auch, dass bis dahin die Gesellschaft noch also rechtsstaatlich funktioniert, wie sie es gerade jetzt tut. Gesellschaft wird ja nun auch gerade sehr stark destabilisiert, dadurch, dass man eben dieses Angstnarrativ halt eben auch benutzt, um damit halt Unsicherheiten zu schaffen. Und es gibt ja durchaus auch noch die Möglichkeit, dass wir, wenn da die ersten Einschläge kommen, dann einfach eben nicht mehr in Demokratie und Rechtsstaat leben, sondern halt eben eine Herrschaft von irgendwie einem proto-faschistoiden Oligarchenstaat oder so. Ne? Also das erleben wir schon seit Jahrzehnten, dass Demokratien immer weniger werden und so. Das heißt, ich mag deine Erzählung total und ich wünsche mir das auch. Ich erlebe ja auch genügend Leute, die dann sagen von wegen so, ja Mensch, wenn du heute noch der Boomer bist, der mir ganz stolz erzählt, du fährst SUV, weil du hast dir das mit deiner Lebensleistung verdient. Ich muss dich in 20 Jahren irgendwie in den Schatten schieben. Glaub mal ja nicht, dass ich das machen werde. So, ne? Also dieses, da steckt ja schon eine ganze Menge Sachen da noch mit drin. Was ich spannend finde, ist halt dieses was du gerade eben erzählt hast, aus dem Medienbetrieb, weil das ja auch immer diesen einen Punkt hat, dieses lässt denn die Chefredaktion das Thema zu und wird es dann auch entsprechend eingeordnet. Journalismus, gerade so, wenn ich das eben mitkriege, gerade so Wirtschaftsjournalismus ist teilweise auf einem Niveau wie Sportjournalismus. Also sprich, erzählt hat, was der Sportler so als O-Ton eingesprochen hat, so ähnlich funktioniert das dann. Häufig dann auch mit wenig Sachverstand. Es gibt Bereiche, wo das anders ist, bestimmte Redaktionen, bestimmte Redakteure, wo das anders ist, aber Wirtschaftsjournalismus ist teilweise echt ein Trauerspiel hier in Deutschland. Und das sehe ich halt eben in diesem Klimateil teilweise auch, wo dann eben bestimmte Sachen ausgestellt werden und der Connector, dass dann eben Sachen nebeneinander stehen, damit man das komplette Bild bekommt, dann eben manchmal fehlt. Das hast du in der Langstrecke, aber dann hast du eben sowas auch in so einem Bögi Blatt wie der Zeit, die halt eben in dem Moment dann auch sowas frame nach dem Motto, naja, also irgendwie, wenn jeder nur einfach aufhören würde, nach Mallorca zu fliegen und aufhören würde, Rind zu essen, wäre ja gut, aber solange das keiner macht, sind wir halt doomed. So, ne? Also dieses, ich würde sehr viel besser schlafen. Ich würde sehr viel besser schlafen mit der Zukunftsvision, wie du sie gerade erzählt hast. Insofern vielen Dank für das Bild. Und ich hoffe, dass das tatsächlich so ist. Du hast ja gerade eben so einen Zustand beschrieben, der sich gerade irgendwie wandelt so und verändert. Und das fände ich cool, wenn das tatsächlich so wäre. So, also man merkt ja, es ist häufiger da und es wird inzwischen auch rezipiert und man sieht auch die systemischen Zusammenhänge. Also ich merke auch, es brodelt mehr unter der Decke. So, und es ist auch eben, hat auch viel mehr, so, ne? Aber dieses haben wir schon Momentum, um tatsächlich zu sagen, jetzt lass mal eine Debatte führen, die ernst gemeint ist, da bin ich noch nicht. Nee, aber das würde ich auch sagen, erst wenn vielleicht überall dieses Massive deutlich mehr in den Medien dann stattfindet, egal wo, wenn das einen Status quo erreicht hat, der quasi, wo keiner mehr darüber diskutiert, dass das Aktivismus ist oder können wir jetzt darüber tatsächlich berichten oder was auch immer, wie der Zugang dazu ist, wenn tatsächlich das einfach gemacht wird und es nicht mehr aufregt, dass ein Meteorologe Klimakarten zeigt, dann ist das quasi, dann haben die Gegner sowieso verloren. Ich meine, die Gegner haben sowieso verloren. Die haben keine Chance, weil das da draußen ist so präsent und dadurch, dass diejenigen, die das präsentieren, ja, sind die Gegner, schießen dagegen, aber das wird irgendwann überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich meine, wir haben jetzt schon, jetzt mal kurz der Blick auf die Trockenheit jetzt in Europa derzeit, ne? Also in den Alpen, in den Westalpen, in der Po-Ebene schon jetzt im Winter, im Herbst und im Winter ist zu wenig Wasser gefallen. Es sieht schon wieder so aus, als ob wir wieder so eine krasse Dürre kriegen wie letztes Jahr. Es sei denn, es ändert sich was Grundsätzliches, aber das Problem ist nun mal, dass im Sommer sich mehr Hochdruck, dass die Hoch sich weiter in den Norden ausdehnen und wir eben nicht mehr so viel Niederschlag haben, zumindest in den Regionen, wo sie hin müssten. So, und das ist eigentlich fast schon abzusehen. Und naturgemäß, so wie das im Sommer ist, schläft auch der Jetstream irgendwann ein. Natürlich auch noch verschärft durch die Klimakrise, durch die Veränderung der Strömungen und der Erhitzung der Arktis. So, das kommt noch obendrauf. Ja, und dann
ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass wir wieder so einen Dürresommer kriegen. Und der letzte war krass. Das war die krasseste Dürre seit 500 Jahren, so wie die World Weather Attribution rausgekriegt hat. Und wenn man sich sowas überlegt, wie krass das ist, und das wiederholt sich im zweiten Jahr, wenn das so kommen sollte, also wir wissen es ja noch nicht letztendlich, ne? Aber wenn das so kommt, das wird Schlagzeilen machen. Und da kann sich, was weiß ich, wer, die AfD oder Eike oder egal wer, sich irgendwo an die Straße stellen und sagen, das gibt es nicht. Das ist einfach nur noch lächerlich, ja. Also das ist, nimmt kein Mensch mehr denen ab. Und die rechtskonservative Presse kann dann aufdrehen, wie sie will. Das ist dann einfach nur dumm verkaufen der Leser, ja. Also kann nur sagen. Da haben wir gleich auch noch eine Folie zu dem, was du gerade gesagt hast. Liebe Leute, passt auf, wer euch was erzählt. Ja, ja, das ist ja ohne Scheiß, ne? Und man muss dann auch diese Sachen auch outcallen. Du hast gerade eben nur diesen einen Satz, du hast gerade eben gesagt, die Gegner, die werden verlieren. Ja, genau, weil nämlich entweder kriegen wir die designmäßig, also sprich die Veränderungen hin und so weiter, und dann werden die sich halt eben auch ein Stück weit einfügen müssen in ein Modell, wo es irgendwie allen gut geht. Oder die Desaster-Methode, weil was sie ja denken, also das höre ich selbst von Leuten, die Millionäre sind, dieses, naja, wenn die große Krach kommt, ich habe ja das Geld, ich lebe dann ja trotzdem noch gut. Die glauben tatsächlich, dass wenn wir hier wirklich über mehrere Wochen Wasserknappheit haben oder Nahrungsmittelknappheit oder 20 Millionen Klimaflüchtlinge, dass hier noch Normalität ist. Das glauben die wirklich. Aber wir kommen da in eine Situation rein, wo dann Geld nichts mehr wert ist und innere Sicherheit du dir dann auch nichts mehr kaufen kannst. Du kannst dann auch nicht fliehen, weil das wird auf dem gesamten Planeten so sein. Das heißt, jeder, der nicht zu den 500 Top-Milliardären gehört, so, der wird eine echt miese Zukunft haben, aus der du dich auch nicht rauskaufen kannst. Und ich glaube, das müssen sie noch irgendwie imaginieren, dass in einer zusammengebrochenen Gesellschaft du auch mit Geld nichts werden kannst. Ja, wenn du, also Geld kann man auch nicht essen, ne? Also wenn Kreisläufe nicht, wenn irgendwie Produktion nicht mehr funktioniert, weil irgendwie da die Kornkammern auf der Nordhemisphäre von massiven Hochs getroffen werden und sich das dort erhitzt und dann plötzlich zu Nahrungsmittelknappheit kommt. Übrigens ist das kein Szenario, was aus dem Science Fiction ist, ne? Also wir hatten 2018 eine Situation, wo der Jetstream auf der Nordhemisphäre ziemlich stagniert ist, so wie man es sich vorher nicht vorstellen konnte. Ja? So, wenn so ein Szenario verstärkt die Kornkammern treffen würde und die Ernten vernichtet werden würden, dann sähe die Welt echt anders aus. Ja? Ja. Und das ist kein Szenario, was nicht eintreten kann in den nächsten Jahren. Ja? Das ist, wenn sich das auch weiter aufheizt, das ganze System, gibt es auch noch andere Dinge, die wir vielleicht nicht im Blick haben. Ja? Also ich sage, das ist die Büchse der Pandora, die wir geöffnet haben. Und wir werden sehen, was da noch alles kommt. Aufgrund der Versäumnisse aus der Vergangenheit, ne, ist das, was wir jetzt in der Gegenwart quasi erleben und in der näheren Zukunft. Und in der ferneren Zukunft werden die Menschen das erleben, was wir jetzt nicht gemacht haben. Ja? Mhm. Also es gibt hier Zusammenhänge, die lassen sich nicht leugnen. Und wenn das nicht verstanden wird und nicht agiert wird, werden alle das genau ausbaden müssen. Ne? Also das ist die Konsequenz einfach. Absolut. Ich habe zwei meteorologische Fragen. Bevor ich die loswerde, noch eine Bemerkung zu diesem, sozusagen die Mühlen malen langsam und wann gibt es den Durchbruch? Ich würde sagen, es gibt sozusagen soziologisch gesehen, genauso wie im Ökologischen, sogenannte Kipppunkte, Tipping Points, die, wenn sie eine kritische Masse mal erreicht haben, plötzlich Dynamiken annehmen, die wir überhaupt nicht vorausahnen und berechnen können. Und ich glaube, das wird auch im Zuge einer Bewegung passieren, wo es dann irgendwann wirklich kippt und hoffentlich dann nicht direkt in unmittelbare Gewalt. Aber ich glaube tatsächlich, es lohnt sich sozusagen, da weiter immer am Ball zu bleiben, sich nicht auch beeindrucken zu lassen von Horrormeldungen. Also ich sehe tatsächlich eher diese sagen, wie es ist und es ist scheiße, ja, hilft mir weiter, ins Tun zu kommen. Andere sagen, ja, man darf die Leute nicht überfordern und man muss schöne Geschichten erzählen und pipapo. Ich sage, ja, man muss natürlich Geschichten nach vorne denken, wie könnte es anders sein, aber man darf deswegen die Fakten nicht verschweigen, sondern ganz im Gegenteil, sie immer weiter platzieren oder beziehungsweise sagen, wie sie sind.
Und dann wird irgendwann auch eine Dynamik entstehen. Und das konnten wir ja auch beobachten bei Fridays for Future und so weiter. Also eine ganze Zeit lang hat ja die Umweltbewegung so vor sich hingeschlummert und plötzlich sind ganz viele auf die Straße und so weiter. Und ich glaube, in diesen Logiken müssen wir denken und deswegen da immer ein Stück weit mit am Ball bleiben. Es lohnt sich. Ja. Fridays for Future ist ja auch nach dem Sommer 2018 aufgetaucht. Ne? Also nachdem Greta Thunberg sich da quasi dahingesetzt hat und demonstriert hat. Das habe ich von Anfang an mitverfolgt. Ne? Und das war ja auch quasi im Anschluss an diesen krassen, an dieses krasse Jahr 2018. Da, das stimmt schon, das war wahrscheinlich der Auslöser. Ne? Also man hat gesehen, was für eine Dürre herrschte und was für ein Wahnsinns eine Veränderung in der Natur sich ergeben hat. Und daraufhin gab es diese gesellschaftliche Veränderung. Und ich denke auch, dass es in Zukunft noch gravierender werden wird, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die draußen sehen, dass quasi, ich sage es jetzt mal überspitzt, alles kaputt geht und gleichzeitig die Politik nicht reagiert, ja, oder nicht adäquat reagiert, dass die Menschen sich das einfach gefallen lassen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem die Jüngeren nicht. Ja. Die Jüngeren, die haben das absolute Recht, sich da draußen hinzukleben. Ja, das absolute Recht, zivilen Ungehorsam zu betreiben. Denn es geht besonders um ihre Zukunft. Aber nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren. So. Und wer mir da kommt mit meine Freiheit und ich kann nicht Auto fahren, dann hast du das grundlegende Problem nicht verstanden, dass du vielleicht in Zukunft gar nicht mehr Auto fahren kannst. Ja? Ja, dann ist es, aber noch ein Ding zu der Geschichte, dass man die Fakten natürlich genauso kommuniziert, wie sie sind, sie weder beschönigt noch übertreibt, ja, journalistisch korrekt darstellt. So. Mhm. Das wird ja auch immer wieder denjenigen unterstellt, die das zwar machen, aber dass sie dann Aktivisten sind und das angeblich nicht tun. Ja, aus der Klientel, die natürlich das weiter so möchte. So. Dann ist es aber trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was denn die Konsequenz ist, wenn wir je nachdem, wie wir reagieren, wie wir uns verhalten, was ist die Konsequenz? Das müssen wir uns schon angucken. Und da gibt es ja auch dieses Paper von Rockström und von Schellnhuber über die Risiken und da kursiert ja auch dieser Begriff Endgame, Climate Endgame, ja, quasi die absolute Katastrophe, Zerstörung allem, ja. Da waren auch einige gerade auf Twitter, ist das nicht ein bisschen übertrieben und geht es noch ein bisschen krasser und überhaupt. Der Punkt ist aber, wenn ich nicht weiß, wohin der Zug fährt, kann ich ja auch das nicht beeinflussen. Ne? Also ich muss mich doch damit auseinandersetzen, was das Krasseste ist. Und dementsprechend mich darauf einstellen. Das hat etwas mit Risikomanagement zu tun. Das haben wir ganz am Anfang gesagt. Und dieses Risikomanagement ist extrem wichtig. Und deswegen ist auch so ein Paper über die krassesten Auswirkungen sehr wichtig. Und das ist einfach nur realistisch, was sie zusammengeschrieben haben. Was kann alles dazu führen, dass die Katastrophe eintritt? Und was kann man dagegen unternehmen, dass sie nicht eintritt? Und darum geht es ja. Das wird ja auch immer wieder den Leuten vorgeworfen, die darüber reden. Ihr seid ja, dieser Begriff Katastrophisten und keine Ahnung, da sind die ja besonders, wie soll ich sagen, sehr fantasievoll. Ne? Da können sie wirklich Begriffe erfinden, die ja, da kommt man im Leben nicht drauf. Natürlich für den Klimaschutz, da haben sie nichts übrig, da kriegen sie nichts auf die Reihe, aber solche Begriffe, ja. Aber man wird dann irgendwie in eine Richtung geschoben, wo man als ob man das irgendwie besonders toll fände, über sowas zu reden. Im Gegenteil, das zieht runter, das ist eigentlich ätzend und oft genug nehme ich solche Gespräche zum Beispiel, wie sie jetzt führen, gar nicht an, weil danach muss ich darüber nachdenken, stundenlang, und schlafe danach schlecht, ja, weil ich nur noch darüber nachdenke, was ich gesagt habe und was das also eigentlich für Scheiße ist. Diese Anwürfe sind in der Regel ja. Weil es Dienstag sind, wäre ein bisschen ironischer, ein bisschen lustiger drauf, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten bin ich da eigentlich reichlich genervt von. Ja. Diese Anwürfe sind in der Regel ja haltlos und das ist ja eine Diskursivtechnik, dass man eben Alarmismus vorwirft, ne? Also auch mit dem Begriff, um damit zu sagen, die Position des anderen ist illegitim.
So, und das soll dann eben auch verhindern, dass wir dann überhaupt darüber reden. Also es ist eigentlich im Prinzip eine Verschiebung, dass man sagt, okay, dein Faktenpunkt ist falsch, so, wir müssen jetzt erstmal meine Fakten annehmen und dann können wir darüber reden. So. Und diesen Vorwurf, Alarmismus zu betreiben, da kann Stefan Ramsdorf ja eine ganze Menge von erzählen. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, 2006, 2007, den haben sie ja wirklich, also wirklich filetiert in den verschiedenen Zeitungen. Könnt ihr mal nachgoogeln, das ist wirklich gruselig. Der hat im Prinzip auch gesagt, ja, Achtung, wir haben ein Problem. Und dann hat wirklich jeder sich sehr angestrengt, dem am Zeug zu flicken. Ganz, ganz gruselig. Und darauf hat er dann irgendwie auch reagiert. Das hat er nochmal neue Dynamik reingepackt. Total gruselig. Aber da sieht man genau das, was da passieren soll. Es soll die Leute verunsichern, die zuhören und es soll den Diskutanten abwerten und auch in seiner Persönlichkeit halt irgendwie treffen und so weiter. Und da wird man dann ja eben dann dickfälliger und weiß ja nachher auch irgendwann, wo es herkommt. Das Schlimme ist eigentlich, dass eben häufig sowas dann gutiert wird. Ne? Also während wir kommen und sagen, hört mal zu, wir müssen hier was machen, wir sind auf der Wahrheitsposition, kommen die mit der anderen Sache. Und der Diskurs, wenn er dann eben falsch geführt wird, wird dann in die Mitte verschoben. So, und das ist dann dieser Effekt, der sich dann Green Bleaching nennt, was dann dazu führt, dass man die falsche Debatte führt und dass Leute dann im vorauseilenden Gehorsam schon selber anfangen, weniger Alarmismus zu betreiben. Und deswegen haben wir auch diese ganzen verschiedenen IPCC-Pfade und so weiter, um dann zu sagen, naja, es gibt ja verschiedene Arten, das zu sehen und so weiter, damit man sich gar nicht diesen Sachen irgendwie aussetzt. Das ist schwierig und das hilft natürlich total dem Status quo. So, das ist, ist gruselig. Ja. Ja, das Problem ist ja auch, dass die, wie du sagst, die verschiedenen Diskurse eigentlich, den man eigentlich den Weg, den man nehmen müsste, um die Diskussion fortzuführen, damit sie zielbringend sind oder zielführend sind, das wird dann halt abgelenkt. Das sind halt dann diese Nebelkerzen, die geworfen werden und dann diskutiert man nicht mehr über die Fakten, sondern über die Nebelkerze und das wird dann skandalisiert über Wochen hinweg und das ist ein Wahnsinn, wie da die Dynamik ist, ja, und den Bullshit, den diese Protagonisten dann aufbringen, der ist ja auch gar nicht so einfach dann wieder aus der Welt zu kehren, weil die ja dann irgendwie eine Dynamik losbrechen. Aber ich muss sagen, man darf sich das trotzdem nicht gefallen lassen. Man muss, gerade wenn man auf Social Media ist, dagegenhalten, dagegen schießen und diese Leute immer dran denken, diese Leute haben nicht recht. Ja, egal, was sie sagen, Klimaleugner haben einfach nicht recht. Und alle drumherum, die das mitkonstruieren und versuchen auch, das schwächer dazu, also es sind ja keine Hardcore-Klimaleugner mehr, das sind ja nur noch ganz wenige, die meisten trauen sich das ja nicht mehr, ne? Weil sie ja dann wirklich die Klassenkeile abkriegen. Aber es gibt ja das Beispiel mit dem E-Fuels, ne? Das ist ja quasi Klimaleugnung, weil da hat sich einfach, ne? Also, mit irgendwelchen Fusionsreaktoren sich zu beschäftigen oder allein dieser AKW-Hype, ja, das dagegen zu stellen, dass man die Kohlekraftwerke jetzt hochfahren muss. Ja, die Kohlekraftwerke muss man jetzt hochfahren, weil es nicht anders geht. Die wird man auch bald wieder runterfahren. Aber die AKWs müssen trotzdem vom Netz. Sind ja eh nur ein paar Prozent, ja. Da, also wenn man für die paar Prozent an Energiegewinnung die Debatte sich anschaut, dann haben wir ganz schön viel heiße Luft produziert. Ja, und vor allen Dingen, es hält davon ab, Entscheidungen zu treffen, die jetzt notwendig wären. Und damit wird sozusagen der Status quo einfach fortgeführt. Also das kann man ja im Bereich der Energiewende wunderbar sehen. Wenn man jetzt klare Fakten schaffen würde, würde sagen, das geht dann und dann ganz klar vom Netz. Wir einigen uns auf eine Technologie und so weiter und so fort. Dann würde es ja auch vorwärts gehen im Ausbau der Energienetze letztendlich, weil dann gibt es eine klare Ansage, weil warum halten sich Unternehmen denn zurück? Da kommen wir wieder zum Thema Risikominimierung. Unternehmen verfahren nach der Logik, ich muss Profit erwirtschaften und das tue ich am besten, indem ich gleichzeitig mein Risiko minimiere und sozusagen das mache, am meisten mache, was ich schon kann, womit ich schon Geld verdient habe, etc. pp. So, wenn aber niemand mir Ansagen macht und Richtungen vorgibt, wie ich die nächsten 5, 10, 20 Jahre plane, dann bleibt es sozusagen so, wie alles ist. Und ja, das ist ja gewollt. Genau, das ist sozusagen die Geschichte, die dahinter steht, wenn jemand sagt, wir müssen technologieoffen sein, heißt es, wir machen weiter wie bisher.
Wenn jemand sagt, Verbrenner müssen wir auf jeden Fall erhalten, dann heißt das, wir machen weiter wie bisher. Wir müssen Straßenverkehr genauso gleich behandeln wie klimaneutrale Bahn etc. Fahrrad, dann ist es weitermachen wie bisher. Und da sollte man sich wirklich nicht von täuschen lassen. Es ist einfach, egal ob bewusst, absichtlich, unbewusst, es ist immer die Fortsetzung des Status quo. So weitermachen und es behindert und vermeidet sozusagen die Veränderung. Ja, und es ist ja, wir haben ja das Pariser Kommen auch unterzeichnet. Also es muss ja umgesetzt werden. Und wie gesagt, es ist ein Kompromiss. Und wenn wir uns anschauen, was draußen abgeht in der Natur, dann ist es das Mindeste, was wir machen können. Ja, es war ja auch eine Weile, war es ja auch, das ist aber extrem. Das ist nicht extrem, das ist das Pariser Abkommen. Ja, wenn ihr das als extrem betrachtet, dann habt ihr noch überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Das ist halt auch immer das Problem, wobei ich ja nicht so ganz weiß, ob es tatsächlich nicht verstanden wird oder ob es einfach diesen Politikern auch völlig egal ist. Ja, es ist ihnen egal, ob das nun dem Pariser Abkommen entspricht und vielleicht man sogar davon noch abweichen müsste und das noch viel stärker einsparen müsste, oder ob sie es wirklich nicht wissen. Und ich weiß auch gar nicht, ob da tatsächlich noch was nützt, denen noch weitere Fakten um die Ohren zu hauen. Da gibt es ja auch diverse Leute, die sind ja absolut resistent, was das angeht. Man muss sagen, dass diese Menschen einfach nicht in der Realität leben. Ja? Das ist eine Scheinwelt, in der sie leben. Das ist ihre persönliche Normalitätssimulation. Und aber ganz klar, Politiker, die das Pariser Abkommen nicht eigentlich nicht als oberste Priorität sehen, sind eigentlich komplett fehl am Platze. Ich weiß nämlich nicht, wie wir das sonst irgendwie auf die Reihe kriegen sollen. Ne? Und das wird immer krasser werden. Es gibt einfach keinen Weg daraus. Ja, es ist Physik. Das Kohlendioxid hält die Energie weiterhin auf unserem Planeten und das verschärft sich immer weiter. Keine Möglichkeit davon abzuweichen, wenn wir die Emissionen nicht senken. Und das ist Physik. Da kann ein Politiker erzählen, was er will. Da kann er Leute bestechen, wen er will und keine Ahnung was machen. Spielt alles keine Rolle. Ja, ein Punkt Physik neben diesem, ich weiß ja noch nicht, wie die neue Zukunft aussieht und ich habe kein Zukunftskonzept und so weiter, hat man ja auch dieses Thema, ich selber bin bald tot oder aber wenn ich noch nicht tot bin, ich habe eine Klimaanlage. Womit ich meine, ist dieses, was ja viele nicht verstehen, ist, wenn wir diese ganzen Veränderungen angestoßen haben, so, dann hören die immer extreme Wetterereignisse und denken, so wie hier, dann stürmt es mal. So, aber übersehen dabei, dass das eben extreme Punkte sein können, die halt eben im ganzen System hier was verändern und dann eben auch Folgen haben. Auf der ganzen Erde heißt es extreme Wetterereignisse am Ende Hunger und Elend. Und auf Hunger und Elend folgt dann Krieg und Migration. Und wenn wir erstmal eine ganze Zeit lang Dürre gehabt haben, dann haben wir einen Druck im System, der dazu führt, dass einfach auch weniger Nahrung auf dem globalen Nahrungsmittelmarkt da ist. Und wenn die Leute hungern, dann hauen sie sich gegenseitig auf die Fresse, bis sie wieder was zu fressen haben. So, das heißt also, wir haben da echt ein zivilisatorisches Thema. Was ich also meine, ist, dieses Klimading wird immer betrachtet, ja, es wird irgendwie wärmer und dann hört das Denken auf. Und der Teil von Biodiversität, die dann abstirbt und unsere Lebensgrundlage ist. Oder dieser Teil von, was bedeutet das denn jetzt in unserem Sozialsystem im Sinne von, dass alle darunter unter Druck geraten und irgendwie vielleicht auch nichts mehr zu essen haben, bestimmte Wirtschaftsbereiche einfach nicht mehr gehen. Und dann dieser Effekt von, es wird zu Verteilungskämpfen kommen und Migration, der wird nicht mitgedacht. Und deswegen gehen sie davon aus, irgendwann in 300 Jahren wird uns vielleicht irgendwann mal hier Meeresspiegel so. Und dann hören sie auf zu denken. Aber dass wir hier spielen mit wirklich einem Teilzusammenbruch oder ganzen Zusammenbruch unserer Zivilisation, das ist der Teil, den sie bewusst ausblenden. Und deswegen glaube ich, ist dieser Punkt von dir, dass sie da eben Sachen ignorieren oder es einfach egal ist, das glaube ich total. Und ich glaube, dieser andere Teil, der wird teilweise übersehen, beziehungsweise man bereitet sich da auch vor. Es gibt aus meiner Sicht nämlich auch einen Zusammenhang zwischen Aufrüstung, also jetzt nicht nur wegen Ukraine, sondern eben auch globalen Military Spendings, weil man sich eben vorbereitet auf die Konflikte der Zukunft. Aber ich würde jetzt mal euch die Gretchenfrage stellen. Und so ein bisschen versuchen, mich in die Lage eines Politikers zu versetzen, der sozusagen in unserem System sozialisiert wurde mit all den Dingen, die da so passieren. Die Frage ist doch, haben Politiker und Politikerinnen tatsächlich nicht auch Angst davor,
dass, wenn sie die Art unseres Wirtschaftens von heute auf morgen verändern, dass sozusagen die Zivilisation aus ihrer Sicht genauso zusammenbricht, weil sie ja sagen, die Art unseres Wirtschaftens, you name it, Kapitalismus, hat ja zu Wohlstand, zu Zivilisation und so weiter beigetragen. Und wenn wir das jetzt plötzlich einfach verändern, landen wir ja auch wieder irgendwie im Chaos. Könnt ihr so eine Argumentationslinie irgendwie nachvollziehen, dass sich sozusagen Politiker, weil sie keine Vision oder Vorstellung haben, wie man unsere Art zu leben und wirtschaften umstellt, lieber gar nichts machen, über die Legislatur gesehen, und nicht diejenigen sein wollen, die am Ende irgendwie schuld sind, dass irgendwas den Bach runtergeht? Ja, das kann schon sein, aber es gibt ja auch Beispiele, wo Politiker anders sind. Und auch jetzt und in der Vergangenheit gab es Politiker, die sich schon eingesetzt haben und alles investiert haben. Ja, also auch ihre, also ich will jetzt keine einzelnen Politiker nennen, weil es dann so heißen könnte, der hat jetzt den und den erwähnt. Aber es gibt etliche Politiker, national wie international, die sich schon eingesetzt haben. Und auch jetzt setzen sich ja viele ein für die Transformation. Es ist ja nicht so, dass alle Politiker nichts machen. Aber die Diskussionen, die geführt werden, die dann auch, ja, auch in Talkshows landen oder in Feuilletons oder wo auch immer, das sind dann, das sind, oder in Kommentarspalten, das läuft dann in eine Richtung, die nicht dem entspricht, was wir machen müssten. Und diese Leute, egal wo, ob TV, Presse, wo auch immer, Radio, die wissen ja auch Bescheid oder könnten Bescheid wissen und könnten ja auch die entsprechenden Fragen stellen, dass das eben so nicht weitergeht. Und ich habe früher auch tatsächlich gedacht, dass Politiker Visionäre sind und deswegen gehen sie in die Politik. Ich wurde schmerzlich eines anderen belehrt. Wie gesagt, ich habe viel gelernt in letzter Zeit. Ich war ein bisschen idealistisch. Das ist so eine Sache, die man könnte zumindest davon ausgehen, dass Leute in die Politik gehen, weil sie etwas Besseres erreichen wollen. Es kann ja sein, wie du sagst, dass das Bessere ja mehr Wohlstand ist, aber das ist ja jetzt nun auch nichts Neues, dass wir ja genug Wohlstand haben und dass noch mehr Wohlstand eben nicht funktioniert und dass dieser Wohlstand ja auch auf Kosten anderer aufgebaut ist, sei es auf Minderheiten in anderen Ländern oder globalen Südens oder eben auf Kosten der Natur. Ja? Die Natur bezahlt eigentlich unsere ganzen Eskapaden und das macht sie eben nicht mehr lange mit. Und das ist unsere Lebensgrundlage. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ne? Also halten wir uns nicht daran an die planetaren Grenzen und verhalten wir uns nicht dementsprechend in irgendeiner Form konform, was ja auszudiskutieren wäre, wenn wir dann endlich mal darüber reden würden, wie wir das denn gestalten wollen, anstatt Bullshit quasi permanent rumzutragen und Bullshit-Diskussionen zu führen. Also wenn wir tatsächlich visionäre Diskussionen hätten, visionäre Ideen, wie wir denn mit dieser Natur übereinkommen wollen, dann wäre das ja, dann wäre das ja etwas Positives, was erstrebenswert ist. Ich glaube tatsächlich, dieses Thema Visionen und so weiter, Politiker, ich glaube, es gab da zumindest auch soziologisch, philosophisch gesehen einen großen Wendepunkt, nämlich mit dem Zusammenbruch Sozialismus, Kommunismus. Zumindest an der Stelle hat ja Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausgelobt und gesagt, das ist jetzt sozusagen, also nicht er hat das sozusagen ausgerufen, sondern beschrieben, dass das so wahrgenommen wurde, dass wir gesagt haben, das ist jetzt das System aller Systeme, das hat sich jetzt sozusagen durchgesetzt, das ist gut für alle und das werden wir jetzt sozusagen, das markiert das Ende der Geschichte und das werden wir für immer so weitertreiben. Und ich glaube, das war mit eine Wendemarke auch in Sachen Politik, dass man eben keinerlei, sage ich mal, auch so sehr man auch Kommunismus, Sozialismus im Zweifel irgendwie kritisieren kann oder so, wie er zum Teil umgesetzt wurde. Aber es gibt keinerlei Konkurrenzangebote, Narrative mehr, die sozusagen geltend dahingehend waren, dass das so ein Wendepunkt gewesen sein könnte.
und dass ja jede neue Idee, die irgendwie abseits dessen, was wir jetzt haben, sofort auch gebrandmarkt wird, als, ja, das war ja das Alte aus der Mottenkiste, das haben wir doch bewiesen, dass das nicht funktioniert, anstatt mal wirklich nicht über die großen Ideen und Ideologien zu sprechen, sondern um ganz konkrete Maßnahmen, wo wir sagen können, damit können wir unser Zusammenleben nicht nur verbessern, sondern im Zweifel retten, ohne dass wir das jetzt sofort ideologisch in irgendeine Ecke stellen müssen. Und ich glaube, dass das mit so ein Ding war, dass Politik plötzlich von diesem Gestalterischen und wir wollen Gesellschaft in Zukunft gestalten, in dieses Realpolitische gekippt ist, was ja immer so heißt, wir machen pragmatische Politik. Wir müssen die Realität TM sozusagen beachten und uns im Rahmen dessen bewegen. Und das Fatale ist aber, dass wir in dieser Box der sogenannten Realität so gefangen sind, aber wir bräuchten, um aus dieser Katastrophe rauszukommen, ein Thinking out the box, out of the box. Und wir schaffen es aber sozusagen nicht, diese alte Box letztendlich abzulegen und zu überwinden und da wirklich den Mut zu fassen, darüber hinaus zu denken. Und von daher wünsche ich mir, weil das ist auch meine Beobachtung, wenn ich mir so auch Interviews angucke von sogenannten fortschrittlicheren Politikern, die auch die Klimakatastrophe als hohen Agendapunkt sieht, sie trotzdem aber immer wieder in dieses, ja, aber wir müssen ja das beachten, wir müssen unsere Wirtschaft ja erhalten und das und Wachstum und bla. Das ist so dieses Ding und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es wirklich Menschen gibt, die Politik wieder ein bisschen anders sehen und ein bisschen, ja, fantasievoller vor allen Dingen sind. Der Begriff heißt Verantwortung, was da ganz wichtig ist, Verantwortungsübernahme und im Prinzip so Francis Fukuyama. Das Spannende ist, da sind so ein paar Punkte, die man jetzt so zusammenziehen kann. Wenn wir uns erinnern, Jimmy Carter damals hat gesagt, hör mal zu, wir schauen zu viel Fernsehen, wir konsumieren zu viel und wir müssen halt irgendwie auf saubere Energie umsteigen. Das war in den 70ern und dann haben dann damals Industriekomplex und so weiter ganz hart lobbyiert und dann Reagan, genau als das Gegenmodell, bis dahin gab es Neoliberalismus in der Form als Projekt ja noch nicht, da etabliert. Und er hatte damals ein Gesetz erlassen, wo unheimlich viel Photovoltaik installiert wurde, in den 70ern. Und eine der ersten Amtshandlungen von Reagan war tatsächlich, das wieder abzubauen. Es ist total spannend. Es gibt so Dokus darüber, die das so schön beschreiben. Und jetzt fast forward, jetzt kommt er gerade ins Hospiz. Und dazwischen ist 96, Zusammenbruch des Ostblocks und so weiter, wo Reagan ja auch mit dabei war. Und dann kommt Francis Fukuyama und erzählt uns dann irgendwas vom Ende der Geschichte. Der Liberalismus und die Demokratie haben gesiegt. Und das wird dann auch schnell mal so dann irgendwie zusammengepackt mit dem Wirtschaftssystem und so weiter. Was dazu auch gut passt, ist 96, Bill Clinton denkt laut darüber nach, man sollte mal eine Krankenversicherung einführen, weil das ja vielleicht eine ganz gute Idee wäre in einer westlichen Industrienation. Und Unternehmensverbände schließen sich damals zusammen und sagen, nein, wenn du das machst, dann werden wir so und so viele Leute entlassen, hier ist die Kampagne und so weiter. Wenn du wiedergewählt werden willst, dann musst du es lassen. Und dann in die Zeit fällt auch dieser Begriff rein, it's the economy, stupid. Das heißt, dieses, ich versuche halt eben zu schauen, was hält die Gesellschaft am Leben? Da kommt dann auch dieses, was dann Merkel später reingeniert als Soziales, was Arbeit schafft, dass man versucht, Demokratien marktkonform umzugestalten im Sinne von alles, was der Ökonomie hilft, das hilft auch den Menschen. Was zu der Zeit halt irgendwie auch so ein bisschen so Stand der Wissenschaft war, aber dann ja immer wieder durch Empirie durchbrochen wurde. Und heute müsste man, weil man ja gesagt hat, wir haben vorher diese verschiedenen Systeme gehabt und unsere Gesellschaftsordnung soll sich durchsetzen, weil wir sie als bessere haben. Jetzt haben wir kein böses anderes System mehr. Jetzt entdecken wir, huch, unser System hat zwar gesiegt, aber we are the baddies. So, ne, weil unsere Art, wie wir wirtschaften und Politik betreiben, halt eine ganze Menge Schäden und Tote verursacht und uns die Zukunft raubt. Und jetzt müssen wir dieses Selbstgespräch führen, ob das noch richtig passt. Und dieses Selbstgespräch müssten jetzt in Verantwortung für heute und für kommende Generationen Politiker eigentlich führen, die dann sagen, wir müssten das mal machen. Und damit passt das so ein bisschen auf die Frage, die du gerade eben gestellt hast, Patrick. Ja, derjenige, der jetzt dieses heiße Eisen anfasst, der muss sich dann stellen, dass er eine ganze Menge Verunsicherung da reinbringt und so weiter und wird wahrscheinlich ja auch nur einen Teil der Maßnahmen bringen, die dann für die nächste Regierung, die dann an die Macht kommt, genau der Grund sind, an die Macht zu kommen und das wieder rückzuführen. So, das heißt also, ich glaube, aus sich selbst heraus wird sich dieses politische System nicht erneuern, sondern wir
als Zivilgesellschaft müssen wir klar machen, dass wir einen anderen Kurs wollen. Gegenwärtig kannst du dir das quasi noch aussuchen, weil es ist ja kein großer anderer da, kein Ding, an dem du dich abreiben kannst und so weiter. Diese Katastrophe ist im Diskursraum, haben wir jetzt herausgearbeitet, nicht präsent genug. Und wenn wir als Zivilgesellschaft, vergleiche Taksim-Platz in der Türkei, wenn wir uns erinnern, da hat einer angefangen zu stehen und nur hat das Bild von Atatürk angeguckt. Und da haben andere sich dazugestellt. Das waren erst 30, dann waren es 100, dann waren es auf einmal ganz viele und auf einmal hat es wirklich ein handfestes Ding. Stell dir vor, am 3.3. ist Global Climate Strike und die Leute gehen abends nicht nach Hause. Wenn du eine Woche lang das hast, dass Leute tatsächlich dann irgendwie damit ein Zeichen setzen, dann reden wir anders über diese Sache. Und wenn wir als Zivilgesellschaft uns hier wieder begreifen als eine Kraft, mit der zu rechnen ist, die jetzt ohne Gewalt, aber ganz klar einen Wunsch formuliert nach einer anderen Politik, dann hast du als Politiker wenig Chance, dem noch komplett aus dem Weg zu gehen. Und wir reden ja davon, dass wir die Gesellschaft an vielen Stellen umbauen müssen. Wir reden ja nicht davon, dass wir nur ein paar Windparks aufstellen müssen, viele andere Sachen auch noch machen. Das heißt, das müsste das bestimmte politische Projekt der nächsten 30 Jahre werden. Und das geht nur in der Demokratie, wenn wir das laut genug sagen. Weil in den Medien wird es nicht gespielt. Wir müssen das sagen. Und das geht halt nur durch Handeln. Ja, also definitiv. Also das ist auch, mir hat mal ein Politiker gesagt, ein Bundespolitiker mittlerweile, der meinte, ihr müsst uns Druck machen. Ja, also dann macht halt Druck. Ne? Also liebe Leute, wenn die das so wollen, dann muss man das wohl so machen. Aber der Punkt ist, vielleicht, also ich habe mal ein Essay geschrieben, worum es ging, das war irgendwie eine relativ realistische, naja, realistisch nicht, es war eigentlich zu positiv, aber ich hatte keinen Bock, irgendwie immer nur die Realität zu sehen, sondern wollte einfach auch mal was anderes machen und hab das so geschrieben, dass diese aktuelle Regierung zum Beispiel versagen wird. Ja, das war das Szenario. Diese Regierung wird versagen und es nicht umsetzen können und es wird eben immer mehr Unruhen geben und es wird immer mehr Leute geben, die quasi nicht damit einverstanden sind. Und die darauffolgende Regierung, die gewählt wird, die wird gezwungen sein, weil eben auch die Natur sich so massiv verändert und die Menschen dazu quasi zwingt, sich zu verändern. Und auch diese Regierung, die danach folgt, die habe ich als Kamikaze-Regierung betitelt. Warum Kamikaze? Weil als diese Regierung, also die Nachfolgeregierung jetzt, ne, ich glaube das zwar nicht, es ist echt zu Science-Fiction-mäßig, aber dass diese nachfolgende Regierung sich dann quasi hinstellt und einfach alles radikal umsetzt, was das Pariser Abkommen eigentlich ausmacht. Deswegen Kamikaze. Weil dann, es ging dann weiter, die Geschichte, dann die rechtskonservative Presse vor allem dann diese Regierung als Kamikaze-Regierung benannt hat. Da kommt der Name her. Ne? Das ist die Geschichte dahinter, weil sie nämlich davon ausgeht, dass diese Regierung nicht in der Lage sein wird, nochmal gewählt zu werden. Aber dieser Regierung ist es völlig egal, weil sie hat einen anderen Auftrag. Sie will die Menschen retten. So, völlig utopisch. Ja, ich weiß. Aber das war so die Geschichte dahinter. Ne? Und das Problem ist, dass wir für solche Spielchen keine Zeit mehr haben. Weil wir müssen bis 2030 auf 50% runter. So, die nächste Regierung, wenn diese Regierung jetzt nicht viel erfolgreicher ist und die nächste vor allem sehr viel erfolgreicher, haben wir ein gewaltiges Problem. Und das ist natürlich nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch auf Europa bezogen und auf die Außenpolitik, dass auch quasi andere Länder mitmachen. Aber ich habe es auch vorher gesagt, der Druck aus den USA ist ja immens, ne? Zum Beispiel. Also man müsste eigentlich nur mitmachen und ja, alles dran setzen, dass das gelingt, weil es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Wie man das umsetzt, darüber können wir ja diskutieren. Ja? Was ist am effizientesten zum Beispiel? Welche echten Technologien nutzen wir denn? Ne? Also das ist ja mal auch dieses Fusionsreaktor. Ja, von mir aus forscht doch weiter an dem Fusionsreaktor. Sagt ja auch keiner was. Es klingt ja auch manchmal so, als ob man den Kindern ihre Spielsachen wegnimmt. Nein, forscht weiter daran, aber setzt mehr Energie rein in Batteriespeicher, in, keine Ahnung, Wärmespeicher und so weiter. Alles, was quasi die Emissionen reduziert, das muss an oberster Stelle sein und nicht, weil es eine grün versiffte Regierung oder irgendwelche Leute im ÖRR oder irgendwelche bescheuerten Wissenschaftler fordern. Nein, weil die Natur das vorgibt, weil es die Physik ist. Ihr habt keine Chance, dem zu entkommen, wenn ihr das nicht macht. Ja?
Ich glaube, deutlicher kann ich es nicht mehr sagen. Ja? Ja, genau. Wir müssen das physikalisch Notwendige tun und nicht das politisch Machbare. Darum geht es. Ne? Es kann da eigentlich kaum mehr Kompromisse geben über das, wo man hin muss. So geht um die Durchführung, klar. Aber irgendwie müssen wir jetzt mal da anfangen. Ich finde das ganz klasse, was du zusammengeführt hast. Jetzt eben so verschiedene Punkte, weil in dem Teil, der jetzt gleich kommt, nämlich auch ein paar Punkte, nämlich genau da nochmal dran anschließen. Das passt wirklich perfekt zusammen. Wir haben das nicht voll geplant. Das passt auch wirklich puzzlemäßig zusammen. Patrick, hast du noch Fragen auf deinem Zettel? Also ich hätte noch zwei meteorologische Fragen tatsächlich, wenn Östern überhaupt Bock darauf hat. Ja, weiß ich nicht. Und zwar die allererste ist schon sehr lange her, aber ich habe sie nicht vergessen. Und zwar geht es tatsächlich nochmal um den Jetstream. Ich glaube, beide Fragen gehen darum. Nämlich die Frage von 8 Watt. Wenn der Jetstream mal in die andere Richtung meandert, könnten wir auch mal Wochen minus 15 Grad haben? Also das Meandern des Jetstreams ist ja etwas Normales. Ne? Also das sind ja die Rossby-Wellen, die sogenannten, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf. Ich konnte das ja auch alles nachgoogeln und nachlesen, deswegen erwähne ich das jetzt auch einfach. Es ist ja nicht Fernsehen, wo quasi alles sofort erklärt werden muss. Ja. Ne? Das ist völlig normal, dass der Jetstream meandert. Der ist nicht geradlinig, aber es kommt eben darauf an, wie stark das ist und wie lange eben die Systeme stecken bleiben. Und dieses Steckenbleiben muss man sich auch so vorstellen, dass sich ein Hoch bildet. Ja, zum Beispiel ein Hoch ist stark, bleibt liegen und dann bewegt es sich ein bisschen weg und dann kommt mal ein kleines Tief vorbei und dann etabliert sich schon wieder an der gleichen Stelle ein Hoch. Ja, und dann wandert das schon wieder weg und dann kommt schon wieder ein Hoch und sitzt wieder an der gleichen Stelle. Und das ist auch problematisch, ne? Weil einfach das Wetter sich wiederholt. Und der Jetstream muss quasi, jetzt machen wir hier unsere eigene Wettergrafik. Also, wenn das das Hoch ist, okay, dann meandert der Jetstream drumherum, ja, also der Jetstream kann nicht mittendurch, muss außenrum, ja, und dann wieder runter. So, es kann natürlich sein, ich muss so rum, spiegelverkehrt, so, dass der Jetstream runter meandert und hier an dieser Stelle ist Deutschland. Und dann kommt natürlich die Kaltluft bei uns an. Ist auch ein normaler Vorgang. Aber wenn das ganze System stecken bleibt, dann kommt die Kaltluft länger zu uns. Deswegen kann es auch sein, dass auch in einer Welt, die sich weiter aufheizt, durchaus zu Temperaturen mit minus 15 Grad kommen. Oh, schau, was für eine Überraschung. Das überfordert die Klimaleugner komplett, ja, die bei jeder Schneeflocke den Klimawandel absagen. Das ist einfach unfassbar, ich sage nichts dazu. Jedenfalls kann das natürlich passieren. Das Problem ist aber, dass die Luft in der Arktis sich ja auch immer weiter aufheizt. Also die Winter bei uns sind auch zum Teil nicht mehr so kalt, weil die Luft dort nicht mehr so kalt ist und vor allem die Luft von dort nicht mehr in der Art herkommt, weil die Wettersysteme sich verändert haben und weil das gesamte System auch wärmer wird und vor allem dann auch wärmere Luft durch die Veränderung des Jetstreams aus dem Süden angezapft wird, die dann zu uns verfrachtet wird. So, es gibt also verschiedene Komponenten in diesem System, was sich gleichzeitig verändert alles. Ne? Das ist nicht so eine Sache, oh, wir warten jetzt erstmal ab, es wird ein bisschen wärmer und dann verändert sich der Jetstream und dann verhalten sich die Hochs komisch und dann passiert dieses und jenes. Nein, es passiert alles gleichzeitig. Und das ist ein gewaltiges Problem. Gleichzeitig schmilzt das Eis in den Gletschern. Gleichzeitig sind die Sommer zu trocken. Gleichzeitig, wenn es mal regnet, dann wie bekloppt. Dann kommt alles runter, ja, alles ist überflutet. Menschen sterben, ja, Ahrtal, bestes Beispiel dafür, im negativen Sinne. All das, ja, das wird aufgeladen durch die Energie, die zu viel ist auf dem Planeten, die zurückbleibt. Ja. Das sind relativ einfache Zusammenhänge, die man nachlesen kann, wie das zusammenhängt. Man muss ja nicht bis in die kleinsten Details, ja, es reicht ja, wenn man diese Zusammenhänge verstanden hat, um sich ein Bild daraus zu machen. Und deswegen, der Jetstream verändert sich dadurch, dass sich vor allem, und das ist bei den meisten Wissenschaftlern anerkannt, weil sich die Arktis aufheizt. Und als Meteorologe sage ich, dass es für uns Meteorologen völlig normal ist zu sagen, ja,
Natürlich, wenn die Arktis sich aufheizt, muss der Jetstream in irgendeiner Form anders verhalten. Denn im Sommer passiert es ja. Im Sommer heizt sich ja die Arktis auf und dann schläft der Jetstream ein. Jetzt kommt eben noch der Punkt mit dem, mit der Erhitzung, mit der massiven Erhitzung in der Arktis noch dazu. Natürlich, wieso sollte das nicht damit zusammenhängen? Das ist einfach plausibel und diverse Forschungsergebnisse zeigen ja auch, dass es sehr plausibel ist, dass es in diese Richtung geht. Absolut. Und was natürlich wahrscheinlich auch noch ein Effekt ist, was ist natürlich das Thema Artensterben und so weiter. Das heißt, wenn wir diese immensen Schwankungen haben, hat das ja wiederum Einfluss auf Fauna und Flora. Wir sind da, glaube ich, noch relativ robust als Menschen, aber irgendwann kommen wir natürlich auch an Grenzbereiche. Also auch ja, krasse Temperaturwechsel ist genau. Für uns ja nicht gut. Der Punkt ist ja, man sagt ja auch, ja, man hört das immer wieder, ja, das Klima hat sich immer schon verändert. Ja, das wissen wir. Woher denn? Aus der Klimawissenschaft, die wir aber ja sonst bekämpfen, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Klima hat sich schon immer verändert. Ja, ist ja gut, es langweilt mich. Ich habe es schon 100.000 Mal gehört. Lass es doch einfach. So, ja, das Klima hat sich aber noch nie so rasant verändert wie jetzt mit 8 Milliarden Menschen. Hatten wir auch schon. Das Problem ist aber noch ein anderes mit der Biodiversität. Weder Pflanzen noch Tiere können sich so rasant anpassen. Was machen die? Ja, die freuen sich nicht, dass es wärmer wird. Nein, sie sterben aus. Ja, sie können sich nicht anpassen. Ja, du kannst nicht einem Baum erzählen, komm, pack mal deine Wurzeln und wander mal ein bisschen weiter nach Norden. Wird nicht passieren. Deswegen ist es auch immer so eine Frage mit dem Aufforsten, ne, in den Wäldern. Dieses Waldsterben da draußen, noch so eine Sache, ne? Also jetzt komme ich in Fahrt. Waldsterben, das habt ihr uns ja früher schon erzählt und dann kam das ja doch nicht und so weiter. Liebe Leute, es wurden so viele technische Anlagen installiert, um die Schadstoffe aus der Luft zu holen, dass das Waldsterben eben nicht sich einfach fortgesetzt hat. Aber das, was da draußen jetzt passiert, das setzt sich fort. Und das zerstört auch die Pflanzen. Und tut mir leid, dass ich jetzt in so einen Erklärduktus komme, aber wenn man das 100.000 Mal erklärt hat und man kommt immer wieder, es kommen immer wieder die gleichen Kommentare, denkt man sich halt auch irgendwann, puh, ja, anscheinend sind da draußen nur begriffsstutzige Leute, aber so ist es ja nicht. Ne? Also Social Media ist ja nun auch nicht die Realität, auch Twitter ist nicht die Realität, da muss man natürlich auch aufpassen. Aber was ich jetzt überspitzt formuliere, ist schon so, dass es eben mit der Biodiversität was mitgespielt werden muss mit der Klimakrise. Das ist nämlich nochmal die andere Seite, das Krasse quasi. Beides zusammen ist einfach echt der Killer. Ne? Also es ist nicht nur die Erhitzung, die Tiere und Pflanzen quasi unter Druck setzt, sondern auch unser Verhalten. Wie wirtschaften wir? Wie machen wir Landwirtschaft? Wie dehnen wir uns aus? Was zerstören wir? Welche Wälder zerstören wir? Und wie verschmutzen wir die Meere? Die Meere, das ist ja so ein Ding, was ja ganz krass ist, wo extrem, die Meere nehmen ja die 93% der Hitze auf, die wir verursachen, aber auch das Kohlendioxid wird da quasi abgebaut, es wird umgestaltet in Kohlensäure und schränkt wiederum die Lebensräume von den Meeresbewohnern ein und so weiter und so weiter. Und diese Hitzewellen in den Meeren auch. Und also die Liste ist ziemlich lang. So, all das zusammen ist sehr krass. Und wir sind wieder beim Risikomanagement. Was wollen wir noch machen? Und übrigens, ich fand es auch mal interessant, Antje Boetius hat mal einen Vortrag gehalten und da meinte sie, was es eigentlich bedeutet, wenn die Meeresspiegel noch ansteigen. Antje Boetius ist die Direktorin vom Alfred-Wegener-Institut. So, es ist ja nicht nur so, dass die Küstenstädte quasi überflutet werden und dass da keine Menschen mehr leben können und sich dann woanders hin begeben müssen. Und es ist auch so, wenn das Wasser steigt, überflutet es ja Bereiche, die vielleicht schon seit Jahrhunderten kontaminiert werden durch unser Treiben, ne? Also durch unser Leben, muss jetzt nicht negativ framen, aber alles, was wir halt machen, kontaminiert. Und wenn dieses Kontaminierte, diese Erde, dieses Wasser und so weiter, wenn das quasi in die Meere und Ozeane gespült werden, das ist nochmal eine krasse Belastung. Die meisten Menschen leben nun mal in Küstenstädten und da ist auch wahrscheinlich der größte Müll anzutreffen. Und wenn das so alles in die Meere gespült wird, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht ist das sogar nochmal so eine Art Kipppunkt, ich weiß es nicht, wo quasi mit einem Schlag super viele Tiere dann aussterben.
Ja, wir haben ja hier diesen Punkt, ne? Also um 60 Kilometer um die Küste herum leben 3,6 Milliarden Menschen. Plus das, wenn es heiß genug ist, halt eben bestimmte Regionen auf der Erde einfach für die Spezies Mensch nicht mehr dauerhaft bewohnbar sind. Also wir haben damit halt mehrere Milliarden Menschen, die auf der Flucht sind, aber auch ins Landesinnere nur begrenzt rein können, weil da jetzt dann zu heiß sein. Das ist wirklich eine krasse Entwicklung. Mir wurde mal die Faustregel, ich glaube, das war auch einer vom Alpha-Vega-Institut genannt, dieses: jeder Zentimeter mehr Meeresspiegel gefährdet 6 Millionen Menschen. Also nicht unbedingt, dass die dann sofort ersaufen, aber das bedeutet halt, dass sie eingeschränkt sind in ihrer Fähigkeit, sich zukünftig noch zu ernähren und vernünftig zu leben. Das ist also wirklich, wirklich krass, was da alles dranhängt. So. Ja, und der steigende Meeresspiegel, das ist ja Salzwasser. In Ja. flachen Gebieten, da wo das Salzwasser reinfließt, und da brauchst du nicht nach Bangladesch zu gucken. Das Problem ist ja Hier ist es auch, krass. ja, Allein auch schon Trades von. war das jetzt nicht in Italien das Problem, dass da Salzwasser eingedrungen ist, weil die Flüsse nicht mehr geflossen sind oder so, weil da einfach nicht mehr genug Wasser war? Müsste ich nochmal nachlesen, ich will dir jetzt nichts Falsches erzählen, aber dieses Problem ist einfach auch ziemlich übel, weil gerade da, wo Menschen Landwirtschaft betreiben, nah an den Küsten, in der Nähe von Flüssen natürlich, ne, wird natürlich dann viel verseucht, und dann müssen die Leute auch weg. Abgesehen davon, dass das Land verseucht ist, können sie da halt auch nicht mehr leben. Also, also ich glaube, die Büchse der Pandora zeigt das, Müssen glaube wir ich, schon relativ richtig, ja. Frage ist nur, ob wir das Ding irgendwie noch wieder zugedrückt zukriegen. Genau, zumachen müssen wir kriegen. es. Genau. Genau, ich würde tatsächlich gerne noch eine Ergänzung machen, weil du ja gerade gesagt hast, das müssen wir mal nachchecken, habe ich in der Zwischenzeit gemacht. Dürre in Italien, Salzwasser bedroht Ebene im Fluss Po. Trotz einiger Niederschläge bleibt der Wassermangel in der Ebene um den Po, dem längsten Fluss Italiens, akut. Die Durchflussmengen sind weiterhin gering. Als Folge dringt Meerwasser der Adria immer mehr in die Flussmündung ein. Dadurch vermischt sich das Süß mit dem Salzwasser und trocknet das Gelände um den Fluss herum aus. Der Salzkeil, das Vordringen des Meeres in das Delta, liegt bereits bei über 30 Kilometern, ein Oh, Wahnsinn. Rekordwert. Und wann ist diese Meldung von Meldung? 2022, Juni, letztes Jahr im Juni. Ja, wie ich es eben auch gesagt habe, ne? So diese Trockenheit. Der Gardasee, ich meine, es war jetzt der tiefste Stand in einem Winter zu dieser Zeit, ne? Der Gardasee ist ja auch notwendig, um den Po quasi zu, den Fluss quasi zu versorgen. Und wenn man sich das überlegt, dass es quasi jetzt schon im Winter noch zu wenig Wasser gibt im Gardasee, das kann echt, das wird echt ein interessanter Frühling und ein interessanter Sommer. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich hoffe nicht, dass es so krass wird, sonst also eine Steigerung vom letzten Jahr, weil zu wenig Wasser ist, wäre übel. Und ich habe auch gesehen, es ist schon wieder Sahara-Staub unterwegs, was ja letztes Jahr sich auf die Gletscher und auf den Schnee gelegt hat und dadurch, dass es ja dunkel ist, das Sonnenlicht aufgenommen hat und dadurch halt auch stärker geschmolzen hat, und ist schon wieder natürlich Sahara-Staub unterwegs. Das passiert halt, wenn die Tiefs so weit im Süden sind und auch den Staub quasi nach Norden transferieren. Und das ist, ja, da, das, also, das ist, aus fachlicher Sicht ist es ja spannend, ne, das Ganze zu sehen, aber eigentlich ist es auch ziemlich krass, was da schon wieder passiert. Absolut. Da passt auch die zweite Frage, und dann können wir dir mal die Gelegenheit geben, entweder durchzuschnaufen oder sozusagen an der Stelle nach Hause zu gehen oder wie auch immer. Aber die Frage noch hier: könnte bei der Tendenz, die wir bis jetzt im Hinblick auf Trockenheit haben, Wüsten in Europa entstehen? Wie groß ist die Ja, Zeitachse? ja, genau, Zeitachse. Ich meine, ich hätte das jetzt zuletzt mal gelesen, wenn quasi, ja, wenn es weiter trockener wird, dass das passieren kann. Aber das müsste ich noch mal genauer nachlesen. Also ich habe es irgendwie so diffus im Kopf, aber was ich nicht genau weiß, das sage ich nicht.
Also das genau richtig so. Ich glaube, was hier auch mal wichtig ist, ist zu sehen, wo sind die Grenzen von Europa und was genau versteht der Fragensteller unter Wüste. Weil unter Wüste stellt man sich ja schnell so Sahara vor, so riesige Dings und so weiter. Aber eigentlich kann das eben auch schnell sein, vielleicht haben wir in Teilen auch schon Wüstungen, weil das eben dann eben schon dazu führt, dass Vegetation im Prinzip in sich zusammengefallen ist und dort dann irgendwie auch nicht mehr wirklich ankommt. So, also von daher glaube ich, je nachdem, was man sich darunter vorstellt, reicht die Antwort von haben wir schon bis hin zu oder dauert noch ein paar tausend Jahre so. Also je nachdem, wie extrem man es haben will. Ja, aber man sieht ja auch die Trockenheit zum Beispiel in Ostdeutschland, was das für Auswirkungen hat und auch die Trockenheit in der, also letztes Jahr war das ja so, dass sogar Wasser rationiert wurde, auch in Deutschland. In Frankreich und auch in Italien sowieso. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Wüste bedarf, dass man das stärker wahrnimmt. Ich denke, wir kriegen das viel früher mit. Und es kann ja sein, dass im nächsten Sommer vielleicht sogar das Wasser stärker rationiert wird, ja, weil es nicht genug Schnee gab in den Westalpen und dadurch die... Dass der Rhein nicht genug Wasser führt und so weiter. Muss man alles mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ja, ist nicht unwahrscheinlich, ne? Und auch da wieder, also das haben wir heute jetzt ganz viele Beispiele gehabt, und auch das ist ganz wichtig zu begreifen, diese Art von Verkettungen und Selbstverstärkung oder überhaupt gegenseitiges Verstärken und so weiter von Effekten, weil natürlich Wüstenbildung, wenn man sich Sahara geschenkt, aber was wir ja in Brandenburg jetzt viele Jahre haben, ist A, eine absolute Trockenheit der Böden und so weiter, Wassermangel jetzt schon und ich meine, es gäbe auch dann tatsächlich Moorgebiete, die sozusagen darunter auch wiederum leiden, austrocknen und wir haben ja erlebt, ich weiß gar nicht, ob das Brandenburg oder MacPom war, Thilo Jung ist ja der Moor Liebhaber und Spezialist, der muss das mal im Nachgang richtig stellen. Aber auf jeden Fall, da hat ja sehr lange Zeit das Moor gebrannt. Und das ist ja wirklich nochmal worst case, weil da, das ist ja auch eine CO2-Senke. Und wenn die brennt, kommt ja wieder CO2 nach oben und damit wird ja alles nochmal viel mehr angeheizt. Und wir müssen viel mehr in diesen Logiken lernen zu denken, dass das halt eben nicht Einzelereignisse sind, die miteinander wenig zu tun haben, sondern das eine toppt und heizt das andere nochmal zusätzlich an und erhöht und potenziert das Risiko. Und das ist halt eigentlich das Krasse. Ja, wir haben mal eine Sache, so einen sogenannten Erklärraum. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen, diese dreidimensionalen Erklärräume im ZDF, wo man drinsteht in der Szenerie, also nicht nur einfach eine Grafik hat, die man beschreibt, sondern man steht in der Szenerie. Und da haben wir etwas zu Zombiefeuer gemacht, die quasi über den Winter hinweg unterirdisch sich ausbreiten und irgendwo fängt es dann wieder an zu brennen, weil sich das unterirdisch ausgebreitet hat und die sind mega schwierig zu löschen oder kaum zu löschen, weil die einfach nicht unter Kontrolle zu kriegen sind. Und das ist auch so eine Sache, die wirklich total krass ist. Also ich denke, wir wissen eine ganze Menge, was passieren kann unter den Bedingungen, die wir schaffen. Aber Büchse der Pandora, was da wirklich noch alles drin ist, an Auswirkungen letztendlich. Also wir wissen, wie die Temperatur steigt, wenn so und so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre ist und so weiter. Das ist einfacher vorherzusagen als das Wetter in 3 Tagen. Aber was es letztendlich bedeutet, ja, das ist fachlich zumindest sehr spannend. Ansonsten ist es der Horror. So, lieber Östen, wir haben jetzt tatsächlich fast 2 Stunden auf der Uhr, die wie eine Stunde verging. Deswegen geben wir dir sozusagen die Gelegenheit, entweder an der Stelle für dich jetzt einen Cut zu machen. Wir haben ja noch ein bisschen Folien und so weiter vorbereitet. Also du kannst dir die perfekt daran anschließen. Das heißt also, ne, das würde sogar sehr gut passen. Aber feel free, ne, no pressure, wenn du los musst, dann immer los. Ich würde tatsächlich hier jetzt aussteigen, aber ich gucke mir die Folien gerne im Anschluss dann an, später. Und ja, also, es war mir ein Vergnügen. Ja, für uns definitiv auch. Danke für den tollen Austausch. Es ist mega wichtig, darüber zu reden, auch wenn wir hier eine begrenzte Anzahl von Menschen erreichen. Aber
Jeder ist ein Kommunikator und wenn ich schon letzte Worte sprechen darf, zumindest für meinen Part, dann würde ich sagen, lasst euch nicht unterkriegen. Erstens das und zweitens, vor allem lasst euch nicht entmutigen, ja, von irgendwelchen Leuten, die sagen, das ist alles, Klimaschutz macht uns ärmer und kommen mit irgendwelchen falschen Behauptungen um die Ecke und so weiter. Also das ist ganz wichtig, dagegen zu halten und auch unter Journalisten, unter Wissenschaftlern, lasst euch nicht unterkriegen. Genau, du kriegst auch ganz viel Liebe hier. Ganz aus viel Liebe, dem ganz Chat. Ja. Gerne zurück an euch alle. Genau. Vielen Dank, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Vielleicht irgendwann mal wieder. Und ja, wir alles lesen Gute uns bei Twitter. Genau, wir bleiben verbunden und ja, alles mit Gute. Voller Energie.